Hola y bienvenidos a estas semanas españolas en el coche escoba. Te llevamos de viaje por el país del jamón serrano, Osborne veterano, del calor y de las colinas empinadas. Un menú que a todo ciclista le encanta tomar a finales de verano. ¿Será la vuelta de Primoz por tercera vez consecutiva? ¿Y conseguirá Datoni llegar al Santiago? Lo escucharás en el bus amarillo. Hola, mein Name ist Bastian Marx. Hola, mein Name ist Paul Voss. Und meiner nicht auf. Und Rafa füllt uns wie immer die Lecce in den Cortado, auch zur Vuelta. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Clark. Gehörst du auch zu den Leuten, die ihre Kellerwerkstatt immer so ordentlich halten, dass sie genau wissen, wo der Vierer-Imbus ist? Also ich habe da eine Ahnung, aber in Sachen Ordnung und Überblick ist ehrlich gesagt noch viel Potenzial nach oben bei mir. Wenn es dir auch so geht, gibt's da wen, der uns unter die Arme greift? Clark. Kurze Vorstellung, wenn du Clark noch nicht kennst, die App kümmert sich um deine Versicherung. Und da ist doch auch ganz gerne mal ein Ort für Chaos, oder? Unsere Werkzeuge ordnet die App jetzt nicht für uns. Aber Versicherungen digital managen kannst du mit Clark. Und das ist nicht nur kostenlos, sondern spart dir auch noch Geld. Mir persönlich geht's da nämlich wie mit dem Fahrradkeller. Ich weiß, dass alles da ist, aber nicht genau wo und wie ich es besser organisieren kann. Mit Clark kommt jetzt der Überblick. Du lädst dir die App runter und wirst feststellen, die Anmeldung ist ganz einfach. Du lädst deine bestehenden Verträge hoch und Clark beginnt für dich zu arbeiten. Stichwort Bedarfscheck. Was könntest du noch brauchen und was ist eventuell überflüssig oder geht günstiger? Clark ist 100% unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich aus. Und wenn du Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es dann nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du Interesse hast, gibt es nochmal ein Goodie von uns oben drauf. Mit dem Code Besenwagen in der App oder auf der Website clark.de in Deutschland oder goclark.at für unsere österreichischen Freunde registrieren und für 2 hochgeladene Versicherungen 30 Euro bei Amazon mit dem Gutscheincode Besenwagen abstauben. Du kennst noch wen, der in Sachen Ordnung bei Versicherungen auch Hilfe nötig haben könnte? Empfehle die App weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Andi, schieß los. Du hast gesagt, du hast was zu erzählen. Und zwar habe ich eine krasse Geschichte gehört über Max Schachmann. Oha. Der hatte anscheinend nicht so viel Support, als er Jugendfahrer war. Und es gibt eine Story. Der hat sich dann irgendwie so ein bisschen Geld zusammenklauben müssen für ein Bahnticket und ist dann mit der Bahn zur deutschen Meisterschaft angereist, im ersten Jahr Junioren, wohlgemerkt, und musste dann von dem Bahnhof, weil das irgendwo in der Pampa war, noch 30 Kilometer mit dem Rad fahren, ist dann die deutsche Meisterschaft gefahren und wieder zurück. Das finde ich schon, fand ich jetzt krass, die Geschichte. Das war noch so, der hat angeblich Pfandflaschen gesammelt, das halte ich jetzt mal für ein Gerücht, aber ja, also das ist so die Geschichte über Max Schachmann, die ich vorher noch nie gehört habe. So Geschichten, ich weiß nicht, also ne, Maurice Ballerstedt mit dem Flixbus, mit dem Bianchi hinten drauf, durch Deutschland und durch Europa, finde ich ähnlich. Aber das ist jetzt schon noch ein bisschen anders. Es war Flixbus und er ist auch schon, also er wusste, wo er hingeht und so. Und es, also ich glaube, das ist noch ein bisschen anders als Max Schachmann, ja, der wahrscheinlich wirklich Geld zusammenkratzen musste. Außer hat er einen Bianchi gehabt, mhm, einfach das verkaufen soll. Das stimmt. Mit dem Standard ist er vorher auch noch rumgefahren, ja. Genau, also den kennt sich so schlecht. Und ich glaube, ein bisschen mehr Support. Genau, wir wissen auch so ein bisschen den Background ja von Maurice. Von daher, ich glaube, das kann man nicht ganz vergleichen. Aber ja, der Max, der kommt ja aus Berlin. Ich weiß nicht genau, aus welcher Gegend, aber der hat ja in Marzahn beim Radsportverein angefangen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht da also wenn er da aus der Gegend dann auch kam, ist jetzt nicht, sagen wir mal, der Grunewald. Ja, aber macht hart, ja, ne? Und wie bitte? Macht hart und vielleicht auch ein bisschen erfolgshungriger. Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich komme jetzt auch nicht gerade aus einer wohlhabenden Familie. Und schau, wo du es hingeschafft hast. In den Besenwagen. Ja. Genau, Basti, aber du hast ja gerade noch was von irgendeinem Kommen erzählt. Ja, es geht.
Ich weiß, du wolltest eigentlich nicht, dass wir drüber sprechen. Ich wollte eigentlich nicht, dass wir drüber sprechen. ja. Aber du hättest wissen müssen, dass wir drüber sprechen. Mit F-Prominenz kommen auch Hater. Und mir wurde ein Kommen abgenommen, ich glaube, das ist doch schon 2 Jahre her, den ich sehr mochte. Und ich glaube, ich habe es hier im Podcast erwähnt, dass ich den mochte. Und dann wurde der mir abgenommen. Und ich habe ja so, ihr kennt mich ja jetzt irgendwie 3 Jahre lang ganz gut. Und immer so ein bisschen mit gesundheitlichem Scheiß zu schaffen. Was jetzt aber dieses Jahr wesentlich besser geworden ist mit verschiedenen Dingen. Und ich habe mich dieses Wochenende das erste Mal seit 2 Jahren wieder in der Lage gefühlt, eine Minute lang schnell zu fahren, um mehr ging es nicht. Und A, hat es geklappt, diesen Kommen zurückzuholen. B, dachte ich immer, ich könnte eine Minute 700 Watt fahren und auch das hat geklappt. Also, ja, war ein erfolgreiches Wochenende. Bist du schwerer geworden vielleicht? Ja, ich werde jedes Jahr schwerer, aber wenn ich die 700 Watt mit 64 Kilo gefahren wäre, wäre natürlich noch geiler gewesen, aber ich habe extra dafür, ich habe es gerade gesagt, Aerosocken und einen Skinsuit angezogen und der Skinsuit hat auch schon mal schlechter gepasst. Skinsuit auch noch. Also ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen leichter, als ich mal war. Okay, mit was für einem Rad bist du gefahren? Ja, mit dem S-Works mit 6,3 Kilo. Genau, weil ich habe nämlich gesehen, dass deine Freundin auf dem Standard unterwegs war. Und dachte, ja, und okay. das war auch geil. Habt ihr gesehen, wie gut die da drauf saß? Und die meinte ja, auch direkt, boah, das Rad fühlt sich viel besser an als das andere. Und ich so, yes, Project Compact, 1,70 Meter, perfektes Rad. Ja, deine Freundin ist noch 1,70 Meter, die kam mir schon größer vor. Ja, die ist so dünn, da sieht das länger aus und die hat auch immer so Plateauschuhe an. Okay. Buffalos. Genau. Ey, habe ich gesehen die Woche, ey. Ich war im Zalando-Outlet, da waren Buffalos in 42, habe ich kurz drüber nachgedacht. Ey, du. Ey, was hast du diese Woche eigentlich alles erlebt? Also, ey, Zalando-Outlet. Allein das Wochenende, ich schwöre euch, war wie eine Woche Urlaub. Ich war im Kino am Freitag das erste Mal wieder seit Millionen Jahren. Dann Rainbow, sei auch hier nochmal herzlich gegrüßt, 40. Geburtstag gefeiert. Glückwunsch. Ist schon ein bisschen länger her, aber da war Party und Grillen und dann. Ach, übrigens Rainbow, wo sind die Facts? Ja, Rainbow, ich glaube, letzte Woche hatten wir mal wieder so einen Talk, es ist wieder was, langsam geht die Maschine wieder los im Rainbow-Labor. Sehr gut. Dann Oma, 80. Geburtstag, deswegen war ich in der Heimat, wo ich den Com zurückgeholt habe. Den Com habe ich zurückgeholt, nachdem ich 3-Gänge-Menü mit so einem 1-Kilo-Steak gegessen habe. Also abends danach mit Dessert und allem drum und dran, nochmal erschwerte Bedingungen. Ja, war ein gutes Wochenende bei mir. Wie geht's euch so? Ja, bei mir ist alles gut. Die Woche Urlaub leider beendet, aber war mega geil. Also ich kann allen den Walchensee in Bayern empfehlen. Einfach mega. Also ich hätte mich da auch irgendwie da die ganze Woche nur hinlegen können und da jeden Morgen baden. Ey. Es hätte auch geil. Hast du ein Rad eigentlich dabei? Nee, wir waren komplett ohne Rad. Hatten uns für die Woche so ein VW Multivan, so ein California gemietet, also auch mit Hochdach. Beste Sache. Einfach die ganze Woche in dem Ding unterwegs, irgendwelche Nachtstellplätze, also auch nie Campingplätze gefunden, weil die natürlich, oder gefunden schon, aber die waren voll. Und war einfach mega geil, Mann. Und jeden Morgen einfach in so einem See baden, quasi duschen. Das ist kalt, aber geil. Von daher war mega cool, ein bisschen wandern. Auf der Zugspitze gewesen, was das Absurdeste ist, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ey, diese Story, du warst noch nie auf Mount Everest. Habe ich angeguckt von dir. Nee, Mount Everest, da musst du ja wenigstens noch dir richtige Schuhe anziehen, auch richtige Sachen. Die sind auf die Zugspitze mit Flipflops und Fake Gucci-Taschen raufgegangen und haben Selfies oben gemacht. Aber diese Story sah so aus, das sah echt gefährlich aus, so ein bisschen. Das ist gefährlich. Das ist so ein Grat da oben drauf. Du musst da hochklettern, die Plattform ist ein bisschen unterhalb. Und oben sind Leute mit richtig Ausrüstung, mit Helm, weil die natürlich den richtigen Weg hochgegangen sind. Und die sind dann da oben. Und daneben hast du irgendwelche Leute mit Flipflops, Tanktops und Handtaschen, die Selfies machen. Das ist ein absurdes Bild. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und da oben ist wirklich ein Grat, gibt nur einen Weg hoch und einen runter. Ich habe das noch nie gesehen. Also das war Wahnsinn. So eine ähnliche Geschichte ist mir auch letzte Woche passiert. Ich habe ja jetzt meine Transalp-Vorbereitung angefangen und ich habe gesehen, du hast zweimal Radfahren. Nee, ich war erst einmal Radfahren leider. Gestern hat es geregnet. Heute war ich das erste Mal Radfahren, also das dritte Mal in 3 Monaten.
Und ich dachte, ich fange mal ein bisschen locker an, bin in den Schwarzwald gefahren und war einen Tag wandern. Und dann bin ich da so einen alpinen Pfad draufgegangen. Und auf einmal, ich dachte mir noch so, oh, wie schön ruhig ist eigentlich so ein Tannenwald. Auf einmal kommen mir zwei Leute entgegen, ein Mann und eine Frau, mit E-Bikes, aber keine Mountainbikes, sondern so richtige City-E-Bikes. Und dem Dialekt nach kamen sie auf jeden Fall aus Ostdeutschland und haben mich gefragt, ob der Weg der richtige wäre. Ja, und ich dachte, oh, also ich würde umdrehen an eurer Stelle, weil das wird schon auch ein bisschen steiler und so, mit Steinen und so. Da würde ich, glaube ich, mit dem Rad nicht runter. Ja, doch, sowas haben wir schon oft gemacht. Und der Typ original, so eine karierte kurze Hose, ein Unterhemd, so ein Strohhut, Miami Vice stand da drauf, Flipflops. Gut einen schon getankt oben auf der Hütte wahrscheinlich, hat so eine leichte Fahne gehabt. Und die Frau hatte sogar noch einen Anhänger hinten dran. Ich weiß nicht, wie die diesen alpinen Pfad runtergekommen sind oder ob sie vielleicht immer noch irgendwo durch den Schwarzwald fahren. Aber sie wollten partout nicht umdrehen, weil der Akku fast leer war. Und sie meinten, nee, bergauf geht heute nicht mehr. Also völlig solides Argument auf jeden Fall auch. Ich konnte auch nicht glauben. Also du gehst so mitten durch den Schwarzwald, so kraxelst so einen Pfad drauf. Auf einmal kommen dir so zwei Leute mit so City-E-Bikes entgegen. Das war scheiße. Schiebend schon. Ne? Also die haben schon geschoben. Man regt sich ja öfters mal auf, aber im Endeffekt, wie viele Leute man mittlerweile mit E-Bikes durch die Gegend fahren sieht, ist halt schon irgendwie Hammer. Gut. Weil die man da drauf sieht, die würden sonst zu Hause sitzen. Aber jeder hat ein E-Bike und fährt mit seinem E-Bike durch die Gegend. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon überlegt, ob ich mir nicht für die Tour ein E-Bike leihen sollte. Aber da wurde ich richtig gemobbt für die Idee. Das kam in der Gruppe, mit der ich fahren wollte, nicht gut an. Ich würde auch fast, also ich bin ja auch für E-Bikes, weil ich glaube, das bringt mehr Leute aufs Rad. Aber bei dir, ich kann den Diss auf jeden Fall nachvollziehen und würde mich der Gruppe anschließen. Ja, warum das denn? Mir wäre das scheißegal, ob einer mit dem E-Bike fährt oder nicht. Ja, du bist ehemaliger, also ich meine, du musst, ist ja nicht so, dass du nicht Radfahren kannst, du hast einfach bloß keinen Bock, Rad zu fahren, weißt du? Also in Vorbereitung auf sowas. Nee. Also ich hatte jetzt natürlich mal eine längere Auszeit und obwohl ich jetzt schon öfter gesagt habe, dass ich so an meinem körperlichen Tiefpunkt angelangt bin, also es ging immer noch ein bisschen weiter runter, aber heute bin ich gefahren, sehr windig heute und da ist mir mal aufgefallen, was ich richtig gut fahren kann, ist Windschattenfahren. Ich glaube, das ist meine beste Eigenschaft als Radfahrer. Du kannst ja Trainer werden, so auch. Windschattentrainer. Windschattentrainer? Also in ja, ich weiß Profiteam gar nicht, ob das die Leute, die nicht könnte, so gut fahren können, einfach. Sollen die einfach ich folgen? Ich habe das so automatisch gemacht. Ich war mit so einer kleinen Gruppe unterwegs und also irgendwer meinte das dann zu mir. Also du hast das Windschattenfahren auch erfunden, weil es war immer, sobald sich der Wind nur so ein bisschen, die Windrichtung ein bisschen geändert hat, war ich schon wieder auf einer anderen Position im Windschatten. Und dann ist mir das mir mal so bewusst geworden. Ich mach das aber. Na gut. Ja, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, wie ihr vorhin gesagt habt, dass meine Freundin auf meinem Standard gefahren ist, war auf jeden Fall ultra witzig, weil wir sind losgefahren und hat die ja diese elektronische Dura-Ace in der Hand gehabt. Dann wollte die, okay, ich will auch so eine. So, ich fahr jetzt nichts anderes mehr. Ist sie vorher eigentlich schon mal gefahren? Also bevor ihr euch kanntet? Nee. Völlig infiziert jetzt? Nee, genau. Wir sind ja irgendwie relativ schnell mal zusammen auf einen kleinen Trip gegangen und da habe ich Fahrräder mitgenommen und dachte Fahrrad mir, jetzt nee. Ich wollte gerade fragen, mit Fahrrad oder mit was? Nee, so einen kleinen Mini-Urlaub und ja, weil man ja nicht wusste, so lass Ausflüge machen irgendwie, habe ich Fahrräder mitgenommen. Ich habe ja mehrere in der Größe und dachte mir, können wir wenigstens mal irgendwie zur Eisdiele fahren, irgendwie eine Stunde. Und habe dir so ein bisschen Equipment gegeben, fand sie gut und dann haben wir das zu Hause, da hat sich ja dann ausgedehnt, diese Bekanntschaft und haben wir das ein bisschen weiter betrieben und irgendwann haben wir ihr dann so ein Gravel-Teil gekauft und das läuft ganz gut. Kein Klickschuhunfall, tipptopp. Noch nicht. Ja, läuft jetzt schon so, dass dieser erste Unfall auf jeden Fall nicht passiert ist, was ja nicht vielen gelingt.
Ich bin auch an der Ampel auf die Fresse geflogen am Anfang. Ja, gehört irgendwie eigentlich auch dazu, ne? Irgendwie ja. Bevor wir zum Weltradsport kommen, starten wir im Besenwagen mal, ich finde, das wird auch Zeit, eine Castingshow. Gut, wir begrüßen Tim Kleinwächter. Hi Tim. Hallo miteinander. Hi. Weiß Moin. Nicht, ob jemand den Namen schon kennt, könnte man auf jeden Fall kennen. Tim ist Tandemfahrer und wir haben uns überlegt, beziehungsweise hat Tim sich überlegt, wir casten über den Besenwagen seinen neuen Tandempiloten. Tim, erzähl mal, was du machst. Also was ich bisher gemacht habe, ich bin in der Nationalmannschaft beim Paracycling Team Germany gefahren. Das beinhaltet, man fährt Europacup, Weltcup, Weltmeisterschaften auf dem höchsten Niveau, was im Paracycling geht. Also man fährt mit der ganzen Welt um den Titel. Und jetzt brauche ich eben für kommende Saison einen neuen Piloten. Ihr hört es ja wahrscheinlich auch, Fränkisch. Sehr gute Sprache. Fränkische Meister ist schon mal drin, auf jeden Fall. Besten Dank. Yes. Erzähl mir, seit wann machst du das? Wie kommt es dazu? Was muss sich jemand vorstellen, der sich vielleicht jetzt denkt, geil, was muss ich mitbringen, um dich da, weil der muss dich ja steuern quasi auch, aber genau. Auch Watt aufs Pedal bringen. Genau. Also es ist so, ich mache das jetzt seit 10 Jahren mit dem Tandem und ich habe vor 15 Jahren einen Fahrradunfall gehabt, also bis ich 17 war. Ich bin jetzt 32, war bei mir alles ganz normal. Ich habe Schule gemacht, habe eine Lehre als Zimmermann gemacht, ja, und dann war der D-Day. D-Day heißt Schädel-Hirn-Trauma, Lungenversagen, Halbseitenlähmung, Optikusatrophie, 4 Wochen Koma. Als ich dann nach 4 Wochen wieder aufgewacht bin, und dann so wieder irgendwas geblickt habe, habe ich erst mal gar nichts gesehen. Und dann, ja, halt Schwerstpflegefall. Also halt so von gefühlt 120% halt auf 5 runtergeschossen und dann halt wieder hochgekämpft. Und was mir davon geblieben ist, ist eigentlich nur, dass ich eigentlich fast nichts mehr sehe. Also ich sage immer, das ist für das, was ich hatte, eigentlich nichts. Weil im Rollstuhl hocken und nicht wissen, wo oben, unten, links oder rechts ist, kann man mit schlechtsehendes Leben sehr gut meistern und wenn man im Kopf klar ist, auch das, was zum Glück der Fall ist. So, und jetzt zu der Sache mit Piloten. Also dieser Pilot sollte nicht allzu weit weg wohnen, weil umso öfter man trainieren kann, umso besser ist es auch für die Abstimmung auf dem Tandem. Also es hört sich lustig an, aber ich sage immer, Tandemfahren ist wie eine Beziehung, nicht mit einer Frau, sondern mit einem Piloten auf dem Fahrrad. Also blindes Vertrauen und man sollte sich eigentlich ja gut leiden können, weil dann ist halt Trainingslager und ihr kennt das ja auch, im Trainingslager gibt es ja nur Ehebetten. Also sollte man das jetzt auch nicht irgendwie so haben. Jo, nicht so weit weg bedeutet von wo genau? Also ich wohne in Eckersmühlen bei Roth, bei Nürnberg. Das hört man ja auch im Dialekt, wo ich ungefähr herkomme, wie ihr gesagt habt. Die Leute, die da wohnen, wissen jetzt schon mal Bescheid. Ja, alle anderen also, nicht. Also ich sag mal Hausnummer, ich wohne auf den letzten 4 Kilometer von der Challenge Roth, auf der Radstrecke. Das ist vielleicht auch nicht mal nicht schlecht für einige, weil es ist, der Herr Baranski fährt es zum Beispiel auch immer ganz gern, die Challenge. Ja, also Triathleten kommen ja theoretisch auch in Frage dafür, ne? Natürlich, also Triathleten können ja auch fahren. Und das ist mir, also ich fahre jetzt hier auch im Landkreis mit Triathleten, das ist mir eigentlich ziemlich egal, Hauptsache derjenige kann vorne Fahrrad fahren. Allerdings, wenn der jetzt mit mir Wettkämpfe fährt, sollte dieser Pilot eben eine BDR-Radlizenz haben. Und wäre ganz cool, wenn er auch schon mal auf der Bahn gefahren wäre, weil zur Bahn fahren, 4000 Meter eine Verfolgung auf der Bahn mit dem Tandem ist auch nicht schlecht. Also das habe ich auch gemacht, da habe ich auch einen deutschen Rekord, die 4000 Meter, damals zum Stefan Niemke gefahren. Und das Nächste ist eben, der Pilot sollte halt, wie ihr gesagt habt, Watt treten können, aber das sollte halt auch die menschliche Komponente nicht untergehen, weil es ist halt so, ich sehe halt fast nichts. Also Beispiel ist, Buffet im Hotel, super geil,
für mich halt nicht, weil ich halt nicht sehe, was es gibt. Oder wenn man jetzt beim Bäcker ist und Bäckerstopp macht, denkt sich jeder mal, boah, geil, Hungerast rein. Denken wir auch Hungerast geil rein. Und dann, ja, was ist denn das alles? Also muss dann halt der Pilot einfach sagen können, was das ist. Und man muss halt auch kommunizieren können auf dem Tandem. Also man muss halt, ja, so mein letzter Pilot hat gesagt, das ist halt anders. Du kannst hier drauf hocken und 5 Stunden nichts reden, weil das funktioniert nicht, weil du musst Kurven ansagen, Löcher ansagen. Ja, dann Liegetritt auch, muss man auch ansagen, dass man gleichmäßig rausgeht, weil wenn halt einer bloß aufsteht, ja, das ist recht unrhythmisch und kann halt auch zu Stützen führen. Ist einer von euch schon mal Tandem gefahren, Paul, Andi? Nee, also nicht, ja doch, einmal, aber das hinter mir hat auch genauso wie ich sehen können, von daher weiß ich nicht, wie es ist, mit jemandem zu fahren, der blind ist, und ich kann es mir einfach gerade mit dem Wiegetritt schon nicht vorstellen. Ja. Selbst wenn man es ansagt, musst du ja auch mit der gleichen Pedalseite rausgehen aus dem Sattel, oder? Kannst wie läuft ja das? Eh nur gleich treten. Ja, das geht nur, das geht gar nicht anders. Also, das sagen immer alle, boah, ihr dreht jetzt so synchron, denke ich mir, ja. Wenn ihr wüsstet, du hast bis zu meinem rechten Kettenblatt ist alles normal und dann geht der Synchronkette vor. Also du hast immer die gleiche Trittfrequenz und den gleichen Tritt. Man kann unterschiedlich Watt treten, also es treten einige Piloten oder viele Piloten weniger Watt als ich, aber es ist ja egal, weil mir geht es ja darum, Steuern. Und im Wettkampf, ja, also im Wettkampf wäre es gut, wenn der ein wenig mehr treten könnte. Ich bin mit meinem Cousin mal auf dem Klapprad-Tandem gefahren. Oh, butterweich, und, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das, da wollte dann auch der eine rechts, der andere links, und dann sind wir geradeaus in so einen Pöller reingefahren. Ein steifes Tandem ist schon was sehr Geniales. Die gehen mega ab, die Teile. Ich bin mal in Südafrika so ein Grand Fondo gefahren. Und da sind auch Leute mit Tandem mitgefahren. Also bergab keine Chance, ne? Bergab und auf der Geraden ist die Physik auf deiner Seite. Aber wenn man eingespült ist, ist man bergauf auch nicht zu unterschätzen. Ja, geil. Kann ich mir vorstellen. Andi, du hast noch Zeit, oder? Ja, ich habe aber nichts drauf. Ah, ja, genau. Andi, wie groß bist du? Ich bin 1,93. Ja, das wäre groß genug. Weil nämlich jetzt ist weil ich jetzt nach der Größe frage. Also es ist halt so, aber einer gewissen Kleinigkeit von menschlicher Größe, sagen wir mal so. Jetzt werden die Kleinen wieder gemobbt, wie immer. Nein. Die sind auch sehr wertvoll, aber halt mit fürs Tandemfahren. Also ich sage mal, alles unter Sitzhöhe 74, 73, Mitteldrehtlage, Oberkante, Sattel ist schwierig. Weil, du musst dir vorstellen, ihr schaut ja vorne auf euren Garmin. Im Endeffekt mache ich das auch, aber meiner hängt an der Sattelverlängerung, also an der selbstgebauten Sattel, an der selbstgebauten Halterung in der Verlängerung vom Sattel. Und wenn der halt so weit unten ist, dann sehe ich den nicht mehr gescheit. Dann passiert es ja, dass ich im Intervall die Watt überlesen kann und halt einfach mal 100 Watt zu viel fahre. Gut. Es klingt jetzt noch, letzte Frage von mir, so als sollte man auch schon ein bisschen Zeit mitbringen, ne? So jetzt auf Wettkämpfe fahren, von wann bis wann, wie oft im Jahr ungefähr? Das läuft schon halt so ab. Europacup ist meistens von Samstag bis Sonntag. Also heißt, man eiert Donnerstag oder Freitag nach Italien. Dann akklimatisiert man sich. Aber es ist immer so, es ist eine Zeit von den Straßenrennen. Bei dem Weltcup und der WM ist es immer einen Tag Pause dazwischen. Aber beim Europacup ist es immer Samstag, Sonntag. Man soll schon auch ein bisschen Rennerfahrung haben, ne? Wahrscheinlich. Also, ja, auf jeden Fall. Radsteuern im Pulk und um Kurven bei Geschwindigkeit wäre schon von Vorteil. Ja, wäre von Vorteil. Und das normale Training ist halt so wie jeder normale Straßenfahrer halt. Ja. Das trainiere ich so zwischen 20 und 30 Stunden die Woche. Also ist halt alles dabei. Radfahren, Krafttraining. Ich denke mal, dein Pilot darf auch ein bisschen weniger trainieren. Ja, auf das jeden ist, Fall. Ich habe halt die Zeit und dann mache ich es halt auch. Ist schon massiv natürlich, ja. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die irgendwie noch Bock und Motivation haben, auch nochmal irgendwie um Titel zu fahren. Und das ist eine, glaube ich, eine großartige Möglichkeit. Und das Ganze noch im Team. Und ja,
das Ganze noch im Team und kann mir schon vorstellen, dass sich da Leute bei dir melden. Und da kommen wir zum Thema. Wir posten irgendwo unter dem, wahrscheinlich auf unserer Website, im Folgentext und so weiter, einen Kontakt zu dir, wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse. Genau, vielen Dank. Also ihr könnt mich auch auf Facebook und Instagram verfolgen oder auf Strava. Also mein Synonym in Social Media ist Tim Kleinwächter Renntandem. Also Tim Kleinwächter Renntandem, das ist so ja mein Name überall. Man wird dich finden, entweder über uns oder über dich selber. Und dann schreibt doch dem Tim einfach mal, wenn ihr da Bock drauf habt, das mal auszuprobieren. Und dann kannst du so ein bisschen filtern. Wäre sehr cool. Wir bleiben da mal in Kontakt. Wenn da wirklich was passiert, dann werden wir da auch noch mal kurz drüber berichten, ob du fündig geworden bist. Auf jeden Fall würde ich mich freuen. Vielen Dank euch drei. Geil. Sehr gerne. Dann viel Glück und Dankeschön, ja. Genau. Yes. Ich hoffe es. Also einen schönen Abend euch noch. Ebenso. Gut, Walter. Fabio Jakobsen, fangen wir doch damit an. Heute vor der Aufnahme Fabio Jakobsen gewonnen, als hätte er nie was anderes gemacht. Das ist schon fast ein bisschen creepy, finde ich. Also genau so wollte ich auch sagen. Überragenden Sprint gefahren. Also echt cool geblieben, Auge gehabt, auch Risiko dann genommen, was man ja jetzt vielleicht auch erstmal so nicht erwarten würde nach der Vorgeschichte, nach dem schweren Sturz letztes Jahr. Und ja, da freut man sich doch, wenn so einer nach so einem langen Comeback-Weg es wieder ganz nach oben schafft. Das war ja auch vielleicht nicht ganz so abzusehen. Also ich habe mich jetzt schon ein paar Mal gefragt zwischendurch, ob der überhaupt wieder so ans alte Leistungsniveau anknüpfen kann. Ich habe das auch bei beiden angezweifelt, aber beide gewinnen wieder. Ja, schön zu sehen. Ich habe mir heute auch noch so gedacht, jetzt mal so die ganzen Marginal Gains, die man im Radsport hier und da ansetzt und so weiter. Und dann hast du einen, der hat so einen Unfall und ist fast im Eimer und hat ganz viele auch so, der hat ja ganz neue Zähne, ne? Und ist so geil. Da dachte ich, ja, ist schon geil, aber dann dachte ich mir so, das ist so viel Statik auch für den Körper, wenn du da jetzt mal über so eine Physio-Osteo-Welle drüber nachdenkst. Das mega, mega heftig, dass das dann trotzdem halt so einen linearen Aufbau gibt und er irgendwie halt so doch in Anführungszeichen schnell wieder auf dieses Niveau kommt, wo ich denken würde, boah, der Körper, der muss sich an so vielen Stellen neu finden auch und dann auch noch die mentale Geschichte, Chapeau. Ja, das ist ja auch, du siehst ja bei Chris Froome das Gegenteil, ne? Ja, wie man das halt kann, genau. Zur Einsteig zurückkommen und jetzt vielleicht ein bisschen das Alter, was denn dann die Hände spielt, aber denke, ist es halt trotzdem krass. Ich habe mir ja ganz viel Gedanken über diese Chris Froome-Geschichte schon gemacht und ich glaube wirklich, bei Chris Froome muss am kardiovaskulären System was sein. Also ich glaube, da muss die Lunge oder irgendwas nachträglich vernarbt, beeinflusst sein von diesem Unfall. Ich weiß nicht, ob da was, ob der auch ein Lungenflügel kollabiert ist oder was da damals war, weil eigentlich im Profi-Radsport ist das ja die Komponente, die ein Fahrer wie Chris Froome dann auch, vielleicht jetzt nicht bei der Position auf dem Zeitfahrrad, ne, da sind dann noch andere Gelenke und die Flexibilität und so weiter, das wird auch negativ beeinflusst sein, aber dass er so die Leistung am Berg dann in so viel Prozent nicht mehr bringt, das muss eigentlich da an diesem System liegen. Herz-Lunge muss da irgendwas nicht ganz ausgeheilt sein. Was hat er überhaupt was an der Lunge gehabt? Ja, ich hab's nicht nachgeschaut, aber der war ja schon auch so im Koma und so weiter nach dem Unfall, ne? Also es war ja schon ein relativ schwerer Unfall und man hört das ja, also ich weiß es auch von Thorsten und so weiter, ja, mit seinem Unfall bei diesen heftigen Einschlägen ist ja schon öfters mal, wenn ein Rippenbruch ist, dass die Lunge auch dann in Mitleidenschaft gezogen wird und auch oft, also bei Thorsten war da auch ein Lungenflügel kollabiert und musste wieder zurückgebracht werden und ja, also jeder Unfall ist anders und auch wenn das nicht passiert ist, kann es trotzdem irgendwie im Rippenbereich irgendeine Bewegungseinschränkung geben, die vielleicht ein bisschen weniger Lungenvolumen zulässt und ist auch nur eine Vermutung jetzt von meiner Seite, aber da habe ich mir auch jetzt schon letztens wieder Gedanken drüber gemacht. Woran du so alles denkst? Ja, ich habe zu viel Zeit scheinbar, ne? Ich habe irgendwie immer acht Gedankengänge gleichzeitig laufen.
Da würde ich gerne mit dir mal tauschen, aber. Ja, habe ich nicht. Also ganz ehrlich, das kann ich leider auch nicht von mir behaupten. Ja, Vuelta. Dann jetzt vielleicht doch nochmal vom Start aufgedröselt. Paul, du hast noch nicht viel mitbekommen, hast du gesagt. Aber Ergebnisse wirst du verfolgen, oder? Ja, genau. Also ein bisschen wenig mitbekommen ist noch untertrieben. Also ich habe bis jetzt noch nichts geschaut, bis auf gerade das Finale von Jakobsen nochmal. Ja, klar, also ich meine... Da hast du heute auch nichts verpasst, Paul, muss ich sagen. Ja, ich weiß, hast du vorhin schon erwähnt und kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ja, ich finde es geil, dass Primoz Roglic direkt auch mal sagt, hier, wer der Chef im Hause ist, im Hause Vuelta und sag mal Prolog oder erste Etappe. War es erste Etappe oder Prolog? Brandi? Prolog. Prolog. Finde ich ja, geil, dass es direkt mal gewinnt. Je nach, als Auslegungssache, ne? Du hast mir das mal erklärt, wie. Nee, es gibt man doch eine genaue Kilometeranzahl. Nee, es gibt eine genaue Kilometeranzahl. Ja, gut. Die habe ich zwar schon wieder vergessen, Stage aber es war mindestens 8. Okay, aber. Es war nur 7 und es heißt Stage 1. Also irgendwas aber, ist da nicht ganz richtig. Ja, ist UCI halt, ne? Ich finde übrigens das Rad. Primoz Roglic ist ja Olympiasieger im Zeitfahren. Darüber müssen wir uns unterhalten, ja. Und die haben da vorne das Gold gemacht, aber das sieht einfach aus wie vorher. Also es ist halt, weil Gold und Gelb sind kein großer Unterschied. Ich hätte es erwartet, dass die da so richtig schön shiny goldenes Rad hinstellen. So ähnlich wie Richard Carapaz, der ja so halb goldenes Rad hat. Ja, der ist es jetzt ein bisschen zu Kupfer. Die Community ist sich uneins auf jeden Fall. Ja, aber ich, zum Beispiel Carapaz, Ich hätte von Italienern, also bei Pinarello, hätte ich mehr erwartet. Ich hätte gedacht, das Ding kommt so 24 Karat Gold Rad stellen ihm da an den Start. Das kommt wirklich aus Gold. Ja. Und dann wahrscheinlich in den Bergen fährt er noch goldene Lightweight oder irgend sowas hätte ich jetzt erwartet, aber leider wurde ich. Wie finden die das generell so? Dass die olympischen geil, Champions? Richtig geil, so muss das sein. Ich finde es geil. Ey, ganz ehrlich, wenn ich Olympiasieger wäre, ich fände es voll cooler, hätten die ein Trikot oder so? Also ja, was soll denn immer dieser Helm Alter, und... 4 Jahre mit einem goldenen Helm durch die Gegend fahren, wie geil ist denn das bitte, Mann? Würde ich machen. Finde ich total kacke. Also. Nee, ich finde es auch geil und ich bin auch völlig bei Paul, so Pinarello, setzt euch nochmal hin, macht den ganzen Rahmen Gold, Glanz und Kask, bitte auch den Helm Gold machen, aber das Styropor innen nicht Gold machen. Normal genau. Schwarz, weil das sieht jetzt einfach ja. So aus wie mit der Sprühdose aus dem Baumarkt von vorne Gold gesprüht. Das ist billig. Vielleicht haben die es auch so gemacht. Ja, vielleicht haben sie es auch so gemacht. Übrigens, Fact ist. Ja, also Van Avermaet hat sich da ja auch so ein bisschen über die Jahre verbessert, fand ich. Ne? Am Anfang war ja, der stimmt, auch noch so ganz dezent. Ja, stimmt, du kannst ja auch jedes Jahr ein bisschen anders und machen. Und dann hat er, ja. Der hat ja auch verschiedene Räder dann gehabt, Van Avermaet, glaube ich, ne? Ja, Giant genau. Und. Ja, verschiedene Hersteller, ja. Ja, ich meine, das ist ja dann auch immer so ein bisschen dem Hersteller überlassen. Ja, also du würdest ein Trikot machen, Andi? Ja, oder irgendwie sowas auf dem Trikot, was halt deutlich ist. Also Van Avermaet hat ja auch irgendwann so einen goldenen Streifen am Trikot gehabt. Das haben aber eigentlich alle ehemaligen Olympiasieger innen. Ja? Ja, also es hatte davor auch, Samuel Sanchez hatte das. Es hat eigentlich von den Straßenrennen, bin ich der Meinung, hatte das eigentlich dann jeder irgendwann. Okay. Ja, bei dem ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Und ja, weiß ich nicht, also warum nicht? Also ja, ist vielleicht auch scheiße, 4 Jahre mit so einem Trikot rumzufahren und die Sponsoren finden es vielleicht auch nicht so geil, aber irgendwie jetzt so, dass da jeder so irgendwas vergoldet einfach an seinem Fahrrad oder an seinem Helm, finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Also ich würde auch in so einen Goldtopf reinspringen. Goldene Schuhe würde ich vielleicht auch noch fahren. Das hat Sanchez auch gemacht, so goldene Sidis dann immer und so. Ja, müssen dann auch tatsächlich Sidis sein, alles andere zählt nicht. Ja, ist ein schönes Thema. Da kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen reinfuchsen. Und übrigens, eine Sache noch, ist nicht Vuelta, aber Pinarello gewinnt Straßenrennen Olympia und Mannschaftsverfolgung auf der Bahn bei den Männern. Ja, also Ineos gewinnt dann auch noch Mountainbike Olympia, also Straße, Bahn und Mountainbike. Ja, aber Ineos auf jeden Fall goldenes Team. Ah ja, es ist ein BMC gewesen. Ist ein BMC, ja. Also wohl die Pinarello-Stärke Mountainbike her und deswegen hat er freie Wahl beim Equipment. Der hatte immer Specialized, ne, eigentlich über das. Aber das war doch nicht gebrandet, ne? Nee, der fährt keinen gebrandeten Rahmen, ne. Ja. Nur Gabel und sowas ist gebrandet dann. Laufräder sind auch nicht gebrandet. Ja. Wusstest du denn, dass das, also woher weißt du, dass es ein BMC ist? Weil man sieht man das, oder? Ja, also, wenn du dich ein bisschen Mountainbike-Rahmen auskennst, siehst du das. Und, oder ein paar Artikel liest auf. Ja, genau. Oder halt einfach sich auf Internetseiten rum
Entwicklung hat, dann sieht man das auch oder liest man das. Okay, Besenwagen-Fact-Check nochmal wahrscheinlich zum dritten Mal und wie ich richtig in Erinnerung hatte, über 8 Kilometer ist es die erste Etappe und unter 8 Kilometer ist es der Prolog. Ah, okay, hier steht halt. Ja, die Spanier haben das. 7,1, erste Etappe. Ja, aufgerundet 10. erste Etappe. Ja gut, also Primus Roglic gewinnt die erste Etappe. Ja, gibt es ja auch volle 100 UCI-Punkte, also das ist kein Prolog, Freunde. Ja, ja okay. Jungs, wer gewinnt denn die zweite Etappe? Erzählt mal. Das ist Jasper Philipsen endlich mal. Der hat sich jetzt gedacht, naja, bei der Tour hat es nicht geklappt, jetzt fahre ich noch eine Grand Tour hinten drauf. Aber Alpes die Phoenix hat sowohl im Giro als auch bei der Tour und jetzt bei der Vuelta jeweils die zweite Etappe gewonnen. Na, das ist das ja ein Ding. Weiß ich nicht, aber wenn du das sagst, glaube ich das jetzt erstmal. Das ist ein Fakt. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall richtig hart wetten auf die zweite Etappe immer. Na, ich glaube, ja, ob es nochmal gelingt. Fünf auf jeden von Alpecin Phoenix. ja, heute war er ein bisschen, hat ihm nicht so gefallen heute. War eingebaut, Jasper Philipsen, hat auch ein etwas knirschiges Interview gegeben am Ende. Ja, die Sprinter, was sagst du, Andi, wie ist das Aufgebot aus deiner Seite? Die Top-Leute, jetzt ist fast eher wieder bei der Deutschlandtour am Start, ne? Ja, das würde ich nicht sagen. Also mit Philipsen hast du ja jetzt bei der Tour einen gehabt, der wirklich mit zu den schnellsten der Welt gehört oder sich da zumindest mal in die Weltspitze reingefahren hat. Jakobsen, der war da eigentlich schon auf dem Weg dahin, scheint auch wieder auf dem Weg zu sein. Du hast noch einen Demar am Start. Okay, du hast recht, also, ja. Also da ist schon. Demar fährt auch, der wird heute Zweiter, glaube ich, ne? Okay. Wie ihr seht. Ja, also da sind schon ein paar gute Sprinter am Start. Aber. Am dritten Tag gab es dann auch direkt schon wieder eine Ausreißergruppe, die durchgefahren ist und so einen scheiß steilen Berg am Ende, wo nichts passiert und dann einfach so der letzte Kilometer gesprintet wird. So, steile Berge sollten einfach raus. So Rundfahrten. Das ist so langweilig. Also die Vuelta hat mich bis jetzt auch noch nicht so gepackt, was den Spannungsbogen angeht. Heute Etappe auch irgendwie eine Dreimann-Spitzengruppe, 7 Leute von Burgos. Die fahren den ganzen Tag da halt einfach so lang und du weißt halt, okay, bringt gar nichts. Also warum fahren die überhaupt noch diese Taktik, diese dämlichen Fernsehattacken? Und ja, wir sprechen jetzt gerade drüber. Also Marketing funktioniert. Fahrt alle nach Burgos, wunderschöne Region, macht der Urlaub. Ist wirklich schön, das ist wirklich schön. Habe ich mal sehr lecker gegessen, auch während der Vuelta. Nee, stimmt gar nicht. Ich finde bei der Burgos-Rundfahrt. Ich finde, wir müssten jetzt hier auch mal dann irgendwann so zu jeder Rundfahrt so ein Delikatessen-Abteil. Ja, das haben wir ja grundsätzlich mal angefangen eigentlich, so mit dem Giro. Ja, das könnte man jetzt auch gut eigentlich, könnte sich dabei herrlich besaufen bei den Etappen, weil passiert eh nichts, verpasst nichts, gibt auch gute spanische Weine und so. Aber der deutsche Sommer ist jetzt noch nicht so, bringt einen noch nicht mal in die Laune, so einen schönen Tapas. So sieht's aus, verdammt. Einen leckeren Wein dazu zu trinken. Naja, aber ansonsten. Ja, wer dann. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es finden auch eine ganze Menge andere Rennen statt. Ja, warte, jetzt kommt erstmal Etappe 3, ne? Und tatsächlich direkt erste Bergankunft. Und ist man bei der Burgos-Rundfahrt schon gefahren letzte Woche, den gleichen Berg? Also einige kannten sich schon ein bisschen aus. Aber es gewinnt. Ryan Tarame. Und ich wollte schon eigentlich hier diese Etappe ansagen mit, was macht eigentlich Ryan Tarame? Weil, scheiße, den gibt's auch schon ewig, oder? Ja, Mann, der, ich weiß nicht, da bin ich meine erste Vuelta gefahren, da war der irgendwie, ist er auch schon so um Podium und glaube ich, was mitgefahren, neue Etappensiege. Und jetzt 10 Jahre später, nee, ist mehr als 10 Jahre her, fährt er immer noch um Etappensiege und ist jetzt im roten Trikot. Ich find's mega geil. Ja. Endlich mal ein Pro-Conti-Team wieder in einem Führungstrikot, aber nein, Wonti ist ja World Tour. Nee, aber sehr geil. Also ich habe mich darüber gefreut. Ich mich auch. Wonti auch Hammer einfach. Beim Giro eine Etappe gewonnen, jetzt eine Etappe gewonnen, okay. Ryan Tarame auch irgendwie zu gönnen. Ne? Also den habe ich
ich glaube, rein Tarame für mich immer Cofidis-Trikot, so wenn ich darüber nachdenke. Ja, ewig da gefahren. Ich gucke gerade 2007 bis 2013 Cofidis gefahren. 2007. Go funny. Katusha ist der auch mal gefahren. Ja, ja, Mann. Der hat schon richtig viel hinter sich. Richtig viel. Aber Esten sind mir eh allgemein sehr sympathisch. Von daher, ich habe mich sehr gefreut und finde es geil. Mal gucken, wie lange er. Ja, dahinter klassisches Spiel. Gut, alle Favoriten kommen relativ gemeinsam an. Carapaz wird ein bisschen abgehangen, aber da dachte ich mir schon, dass der da nicht um Sieg mitfährt. Der hat jetzt genug gewonnen dieses Jahr. Ist so ein bisschen für Adam Yates und Egan Bernal da. Und ja, Movistar fährt sich ganz klassisch wieder so ein bisschen gegenseitig zu. Auch ganz geil. Mas fährt nochmal weg im Finale. Miguel Angel Lopez fährt schnell hinterher. Aber halt, weil Werde nicht gesagt, dass es perfekte Taktik war? Oder ja klar, perfekte sowas? Movistar-Taktik. Mannschaftswertung tipptopp. Das Team ist einfach so geil. Also, ja. Ah, ja. Ja, also die Spanien-Rundfahrt muss auf jeden Fall noch Fahrt aufnehmen. Und ja, ich hoffe, wir haben zwei deutsche Grand-Tour-Debütanten. Wir haben jetzt noch keine Voicemails, aber ich hoffe, wir bekommen die noch und wir spielen die jetzt einfach mal ein. Und ich hoffe auch, dass das klappt über die nächsten 3 Wochen und die uns so ein bisschen ganz, ganz unvoreingenommen mal ihre Erfahrungen, vielleicht was haben sie sich vorgestellt und was hat sie erwartet, sie jetzt hier tatsächlich bei so einer Grand Tour mitteilen. Jo, liebe Leute, wir sind Ben und der Toni. Liebe Grüße aus dem Bora-Teambus. Ja, erste Woche Grand Tour, also erste 6 Tage sind jetzt rum. Viele Ups and Downs für uns auf jeden Fall. Ja. Einiges gelernt. Ja, gestern nicht ganz so glücklich. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt und unser ehemaliger Skibergsteiger, der läuft immer durch die Botanik bei jedem Crash und rettet sich dadurch, also richtig stark. Bisschen Glück gehabt gestern natürlich mit dem Sturz, nur in die Brillier ausgerettet, bin natürlich, aber wahnsinnige Kampfmoral zeigt, so krass die Schulter einkugelt direkt vor Ort und weitergefahren. Also macht man jetzt auch nie jeden Tag. Ich glaube, das zeigt, dass der Spirit einfach extrem hoch ist, dass jeder extrem motiviert ist. Sieht man auch beim Gamper-Party mit seinem Finger oder einen schweren Sturz gehabt. Zweite Etappe. Uns hat es jetzt schon ein paar Mal schwerer getroffen, aber wir bleiben dran und wir kämpfen weiter. Jawohl, bleibt's geil. Bleibt's geil. Ja, Andi, ja, wirklich interessant wird es, glaube ich, erst in so in der dritten Woche. In der zweiten Hälfte auf jeden Fall dann. Ne? Ab da wird es, glaube ich, spannend, denke ich auch. So einwöchige sind sie jetzt beide schon gefahren, Ben und Toni. Ab Woche, ja, Ende Woche 2 könnte es spannend werden. Ja, was denkt ihr? Ich hab keine Ahnung, ich glaube, die werden beide schon solide durchkommen, sind ja Kletterer, von daher sollten sie bei so einer schweren Rundfahrt jetzt nicht so die Probleme haben. Aber es ist natürlich 3 Wochen ist schon was anderes, ne? Auch wie sie irgendwie gebaut sind, was sie für Rennen vorher gefahren sind, also auch in den letzten Jahren, ist es halt was komplett anderes. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt in großartige Schwierigkeiten kommen werden. So. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was können beide Radfahren? Ja, weiß man nicht, ne? Also haben sie ja beide noch nicht gemacht so lange. Kann passieren, muss aber nicht. Ich glaube auch, dass sie da eher ganz gut durchkommen. Ich finde es besonders interessant, wie sie danach fahren werden. Also nachdem sie beide jetzt, sind ja beides mehr oder weniger Quereinsteiger in den Straßenradsport. Der eine stand vorher nur auf Skiern, der andere ist zumindest Mountainbike-Rennen gefahren. Ja, das könnte denen auf jeden Fall nochmal so ein bisschen mehr Bums geben für die nächste Saison. Deswegen denke ich mal, sind sie auch beide da. Und sonst, glaube ich, kommen die da ganz gut durch. Ja, was hattet ihr so eure erste Grand Tour? Was hattet ihr für Erwartungen da dran? War es dann anders? War es genauso, wie ihr dachtet? War das Niveau noch mal höher? Wie ist die Atmosphäre gewesen? Was war es bei dir, Andi? Puh, wie gesagt, ich war vorher noch krank. Ich bin, glaube ich, noch krank angereist. War es bei dir auch die Welt? Ja. Ich habe, glaube ich, noch bis zum Mittwoch oder Donnerstag vor dem Start, der war dann auch samstags,
noch Antibiotikum genommen. War dementsprechend ein bisschen aufgedunsen bei 46 Grad in Sevilla auf der ersten Etappe. Deswegen habe ich mir da eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht, außer, okay, was mache ich hier eigentlich? Und die ersten Tage waren halt ultra heiß, plus die Nachwirkungen noch von dem Antibiotikum. Da waren die erste Woche war so schnell rum. Und erst ab der, ja, so 6., 7. Etappe, glaube ich, habe ich mich dann so halbwegs normal gefühlt für eine Woche. Und in der letzten Woche bin ich halt einfach nur so mitgefahren. Aber wie es halt ging. Ist das die Vuelta, die wir zusammengefahren sind? Nee, du warst nicht da. Schade. Nee, Sevilla. Also ich weiß nicht, ob. Also Sevilla weiß ich noch, weil da war nämlich der Mannschaftszeit von der ersten Etappe. Das weiß ich noch. Also von daher war ich da, aber ich habe dich nicht gesehen. Deswegen frage ich mich gerade, ob du da warst. Oder ob du nicht bei einer anderen Rundfahrt zu dem Zeitpunkt krank warst. Aber ich war da. Nee, aber genau, die Geschichte haben wir mehrmals hier schon erzählt, dass wir beide nicht mehr, also dass du meintest, ich war nicht da und ich meine auch genau. Mehrere Personen konnten sich nicht daran erinnern, dass du bei dieser Rundfahrt teilgenommen hast, nicht nur ich. Ja gut, ich war auf jeden Fall da, bin sogar bis nach Madrid gefahren. Wie auch immer. Ja, was ich habe erste Grand Tour, war das auch deine erste Grand Tour? Ja, aber auch, also okay. Erstes Profi, also wie bei Andi, erste Grand Tour, Walter. Okay. Ja, schickt mir ganz gerne auch mal die Jungen hin. Ja. War halt heiß, ne? Und das nächste Jahr, wo Andi auch gefahren ist, die erste Woche da unten im Süden von Spanien, war brutal. Das war das war komplett absurd, wie heiß es da eigentlich auch war. Da waren zum Teil Etappen, da ging gar nichts mehr bei mir so am Anfang direkt. Ja. Aber gut. Da bin ich auf einer Etappe gefahren, ich kann mich noch genau dran erinnern. Und ich fuhr so immer relativ entspannt weit hinten im Feld. Also das, was die heutzutage im modernen Radsport alle sportlichen Leiter sagen, es muss immer vorne fahren. War früher noch nicht so. Und wenn es keine wichtige Stelle gab auf der Strecke, dann war ich meistens eher hinten. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass so Andi Schleck mehrmals zurück zum Auto gefallen ist und wieder an mir vorbeigefahren ist. Und jedes Mal eine Fanta dabei hatte. Und irgendwann meinte ich so, ey, Andy, hast du eigentlich heute, ist schon heiß so, ne, aber warum trinkst du so viel Fanta, ne? Und der so, boah, ich hab so einen Durst, hat er noch gesagt. Und ich glaube, am Abend nach der Etappe haben sie ihn nach Hause geschickt, weil er vorher mit einem Teamkollegen anscheinend nochmal nach dem Abendessen in irgendeine Bar gegangen ist und ein bisschen länger unterwegs war. Und Fanta natürlich so, vielleicht hat er einen Leichenkater gehabt und Nachdurst und hat sich dann auf jeden Fall ein paar Fanta reingekippt. Wann Andi Schleck Besenwagen übrigens? Gute Frage, ja, irgendwann. Vielleicht jetzt so in der, ich finde, das passt irgendwie so in der Weihnachtszeit. Ja. So im Herbst. Ja. Gut, vielleicht. Aber übrigens, nee, Entschuldigung, eine Sache, was ich gerade sagen wollte, was Andi gerade meinte. Du hast gerade gesagt, du bist mal hinten gefahren und wenn es wichtig war, bist du nach vorne. Und das war früher auch das Geile. Das heißt, man musste einen Instinkt entwickeln. Wenn man chillen wollte, ja, musste man irgendwann wissen, wann man nach vorne zu fahren hat. Und so hast du einen Renninstinkt entwickelt oder halt das Gefühl dafür, wann du wo sein musst. Wenn du heute natürlich immer angeschrien wirst, fahr nach vorne, entwickelst du ihn ja nicht mehr. War nochmal so ein kleiner Einwurf. Kann sein. Das ist ein Punkt. Ja, nochmal irgendwie, vielleicht dachte ich mir, wir sollten jede Folge nochmal unsere Race Predictions überdenken oder wer will ändern? Ich bleib natürlich bei Primoz Roglic. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, Mikel Landa natürlich voll das Zeitfahren verkackt schon am Anfang, auf 7 Kilometer 39 Sekunden verloren. Ja, und er kam fast zu spät zum Start und ein Hund hat ihn auch noch verfolgt. Ja, aber ich hoffe, ich bleibe jetzt trotzdem dabei. Vielleicht ist dann jetzt irgendwann das Glück mehr auf seiner Seite. Es muss ja irgendwann mal klappen. Ich will einfach, dass er Akkordeon spielt. Mal wieder. Ja, ich weiß nicht, auf wen ich ihn getippt habe. Aber ja. Ich merke mir das auch nicht, worauf du tippst. Ich glaube, Hugh Carthy habe ich gesagt. Ich glaube nicht, aber kannst jetzt sagen. Nee, also ich glaube echt, dass ich Hugh Carthy gesagt habe. Ich habe auf jeden Fall nicht Landa gesagt. Nee, Landa habe ich gesagt. Aber willst du jetzt nochmal ändern oder nicht? Nö, ich bleib bei Hugh Carthy. Also Roglic ist ja einfach. Ich bleib bei Hugh Carthy. Wirklich? Also Hugh Carthy, der hat doch schon 3 Minuten Rückstand oder so. Ja, es ist, also eigentlich ist es mir auch egal, aber deswegen bleibe ich dabei.
Einfach aus Sympathie. Ich finde lustig, wie du auf dem Rad sitzt. Wir müssen mal Movistar mehr pushen. Henrik Maas ist gut in Form. Ja, nee, die werden einen aufs Podium fahren, dann wird einer Fünfter und der andere Sechste. Ja. So, und die fahren sich gegenseitig hinterher halt. Die sind gerade auf Platz 5 bis 7 der Gesamtwertung. Ja, ich glaube, die können rein taktisch die World da gar nicht gewinnen, weil, wenn jemand vorne ist, müssen sie ja hinterherfahren. Also wenn ein Teamkollege vorne ist, das heißt, du bringst ja immer wieder andere Leute auch mit, außer sie sind wirklich die drei Stärksten im Rennen, was ich nicht glaube. Daher, das ist eigentlich gar nicht möglich. Weißt du? Movistar fährt irgendwann immer schon mal noch das Loch zu, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Ja, das kann sich mal jeder hinter die Ohren schreiben, der ja im Profiradsport beschäftigt ist. Wir holen übrigens auch mal... Falls der Lander jetzt stürzt, ne? Ja. Dann könnte übrigens Gido Mäder... Noch aufs Podium fahren. Könnte dann hier den wie heißt er nochmal? Caruso. Nee, nicht Caruso. Caruso? Doch, Caruso. Doch, Caruso. Könnte den Caruso machen. Habt ihr diese Charity-Aktion von ihm mitbekommen? Ja. Finde ich sehr gut. Gino Mäder. Nee, erzähl. Gino Mäder spendet 1 Euro pro Mann, vor dem er auf jeder Etappe landet, für eine Organisation, über die man auf Twitter abstimmen kann oder konnte, die für das biologische Weiterbestehen des Planeten was tut. Okay, mega geil. Also jede Etappe so, weiß ich nicht, wenn er 50. wird, spendet er 150 Euro, ne? Wenn er 20. wird, nee, 170. Warte mal, sind doch 180 Mann fahren mit bei der Vuelta. Ja, also dann halt 50. 130 Euro. Bin ich nicht so weit vorne. Oh, heute hat er mal ein bisschen Geld gespart. Heute wird er... Das ist eigentlich schlau. So, da können die anderen, die das wissen, die lassen ihn vor. So, 23. ist er geworden. Also das heißt, 160 Euro oder Schweizer Franken spendet er heute. Ja. Und das bis zum Ende der Vuelta. Also der gibt schon ein bisschen was aus. Ja, Besenwagen, zweiter Stopp heute schon. Richtig krass. Wir fahren heute von Haltestelle zu Haltestelle und sammeln Leute ein und setzen die wieder ab. Und wir haben es vor 2-3 Wochen schon angekündigt. Uns fehlt noch eine Frau aus dem goldenen Vierer von Tokio. Alle anderen waren tatsächlich hier schon mal zu Gast, auch wenn es schon teilweise lange her war. Wir begrüßen sehr herzlich Franziska Brause. Hi. Hi. Hast du... Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Stabilste Leistung der Olympischen Spiele irgendwie. Wir kommen aber gleich noch detailliert drauf. Hörst du Besenwagen normalerweise? Hast du schon mal gehört? Ja, regelmäßig beim Autofahren und beim Rollefahren. Ernsthaft? Das ist wirklich. Das ist perfekt. Dann sind wir, hoffen wir mal, dass du vorbereitet bist auf die letzten zwei Fragen. Jetzt hoffe ich auch, ja. Ja, vor allem hast du ja wahrscheinlich dann die Folgen mit deinen Kolleginnen da auch schon gehört. Ja, die kenne ich, ja. Ja, rollen wir es mal ein bisschen länger aus, das Ganze. Franziska, du bist 22, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, könnt ruhig Franzi sagen, weil Franziska fühle ich mich nicht angesprochen irgendwie. Sehr gut, das wollte Andi eh schon wissen, ja. Franzi, du bist 22. Wo kommst du her, beziehungsweise wo wohnst du? Ich bin geboren in Metzingen. Ich weiß nicht, kennt man vielleicht von Outlet? Da ist Hugo Boss und so. Ich wollte es gerade sagen, ja. Daher kenne ich es tatsächlich. Das ist bei Stuttgart, oder? Ja, genau. Also in der Großraum Stuttgart. Und wohne in Ehningen, aber das kennt keiner. Deswegen sage ich Metzingen. Paul, in welchem Outlet hast du dich da schon rumgetrieben? Ja, natürlich auch bei Hugo Boss. Eigner. Hugo Boss und dann ja, da gibt's auch, alles. Philipp Plein. Ich trage ganz gerne Bogner, einfach so ganz weiße Bogner Sachen. Bogner, Wagnus. Jetzt beim Bikepacking immer, ne? Wenn's genau. Funktionsklamotten. Markus Wasmeier Edition Bogner. Ja, genau. Ja, wieder zu dir, Franzi. Du fährst im selben Team wie Lisa Brennauer bei Ceratizid WNT. Seit, ich habe rausgefunden, Juli 2019. Stimmt das? Ja, richtig. Genau. Und davor ist auch schon einiges passiert. Du bist U23 Europameisterin geworden, dritte Weltmeisterin in einer Verfolgung sowie Mannschaftsverfolgung. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen klären,
Wo bist du eher zu Hause? Auf der Bahn oder auf der Straße? Oder bist du dabei, den Wechsel zu vollziehen? Wo hast du Ziele? Wo kommst du? Erzähl. Ja, also ursprünglich komme ich von der Straße, so wie wahrscheinlich jeder. Ich wurde auch so ein bisschen auf die Bahn gezwungen, um ehrlich zu sein. Also ich wollte am Anfang nie Bahn fahren, hatte nie Bock drauf, Bahn zu fahren und hatte irgendwann keine Wahl mehr. Und dann hat es mir doch relativ viel Spaß gemacht. Dann kamen relativ schnell die Erfolge und seitdem bin ich auf der Bahn halt erfolgreicher als auf der Straße. Wobei ich ja jetzt auch ein Straßenteam habe, wo ich auch ab und zu Rennen auf der Straße fahre. Sobald es berghoch geht, bin ich halt weg. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich versuche mich jetzt im nächsten Jahr mal ein bisschen auf die Straße zu fokussieren und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich werde auf jeden Fall immer weiterhin auf der Bahn bleiben. Aber warum wurdest du dahin gezwungen? Wegen der Bundeswehrstelle quasi so ein bisschen? Oder? Nee, das war schon viel früher. Also in der U17 hat unser Landestrainer gewechselt. Da ist Patrick Banfi bei uns schon Landestrainer geworden. Und okay, der war voll der Bahnfan und dann mussten alle auf die Bahn kommen. Okay. Sehr gut, aber hat sich ja gelohnt. Kannst du mir vielleicht im Nachhinein nochmal Danke sagen? Ja. Der lag ja mit seiner Affinität nicht ganz so falsch bei dir. Ja, das stimmt, ja. Ja, man kennt nicht so viele Olympiasieger im Leben. Also ich finde, es ist schon selten für so einen normalen Menschen, Olympiateilnehmer zu kennen und dann Olympiasieger. Okay, wir haben uns jetzt noch nicht persönlich gesehen und die Hand gegeben, aber ich kenne auch schon einen Olympiasieger in einer anderen Sportart, mit dem ich im Leben schon persönlich zu tun hatte, aber es gibt echt nicht viele davon und das erreicht zu haben, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Meilenstein und jetzt sagst du… Die jetzt zu kennen. Ja, für mich ist das ein Meilenstein. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, höre ich das dann so raus, jetzt ist es auf jeden Fall irgendwie einfacher oder vielleicht auch so der nächste Schritt, sich jetzt dann auch mal zu gucken, was geht auf der Straße, ne? Weil eine Sache hast du jetzt auf jeden Fall mal abgehakt. Ja, ein Olympiasieg abhaken ist schon mal gut, vor allem mit 22, glaube ich. Ja, genau, also ich meine, ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwie gerade auch gar nicht so zur Straße springen, weil irgendwie ist das ja im Jetzt. Mich würde mal ein bisschen wissen, wie der Weg dahin war. Ich meine, ich habe jetzt den Bahn-Vierer bei den Frauen auch so ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren. Und ihr habt ja gerade, als dieses Projekt angefangen hat, es war, man kann es ja schon eigentlich Projekt nennen, oder? Ich meine, es war ja immer langfristig, das Ziel war ja so ein Core-Team auch immer, oder? Ihr wart immer die gleichen 4, 5 Frauen, oder hat das großartig gewechselt? Nee, genau. Also ich bin 2017 zu den Frauen hochgekommen und hatte da eigentlich Glück, dass es direkt das Nach-Olympia-Jahr war und die Olympia-Mädels erstmal nicht so viel auf der Bahn fahren wollten. Und ich durfte dann direkt, ich glaube, Dezember oder so, 2016 schon Weltcup mitfahren. Ich weiß gar nicht mehr, Paris oder so, wo wir gnadenlos Letzter geworden sind, so wie viele Wettkämpfe danach auch noch. Und da sind wir aber noch nicht mit der Mannschaft gefahren, wie wir jetzt gefahren sind. Also da waren die zwei Lisas noch nicht mit dabei und Mieke glaube ich auch nicht. Ich glaube, Gudrun Stock war da schon zwischendurch mal mit dabei. Und dann sind die zwei Lisas ja glaube ich 2018 oder so dann dazugekommen zur WM in Berlin, EM in Berlin. War die 2018? Kann sein, ich weiß es auch gerade nicht mehr. Aber kann hinkommen, ja. Ja, da bin ich nämlich nicht gefahren. Ich weiß gar nicht, also den genauen Grund kenne ich dafür nicht. Und dann hat sich das so, ja, entwickelt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, aber also gab es da von Anfang an irgendwie so einen krassen Masterplan? Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und an deiner Reaktion sieht man auch, dass es wahrscheinlich nicht so war. Aber ich meine, die Entwicklung war ja krass, ne? Ich meine, wie du gerade schon sagst, von letzte sein, also ihrem Vierer irgendwie mit auch richtig Rückstand, jetzt zu dreifachen Weltrekord plus Olympiasieg, das ist ja, also ist ja mehr als nur irgendwie ein Sprung. Also ich finde es krass, die Entwicklung in den letzten Jahren. Ja gut, wir haben ja von Weltcup zu Weltcup, wo wir dann in der Konstellation gefahren sind, sind wir ja schon immer besser geworden, haben ja eigentlich ja regelmäßig den deutschen Rekord dann auch verbessert. Und gut, wir sind jetzt auch nicht mit den Ambitionen nach Tokio gereist und wir haben nicht gesagt, okay, wir fahren jetzt dreimal Weltrekord und holen uns die Goldmedaille nach Hause. Also wir hatten so im Hinterkopf, okay, eine Medaille an einem guten Tag, wenn alles glatt läuft. Hatten wir auch davor noch ein paar Rückschläge, dadurch, dass Gudrun Stock ja dann erkrankt ist und nicht mitfahren konnte. Und dann kam Mieke eigentlich relativ schnell auch mit der Idee so,
Hey, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich einfach mal 4 Runden von vorne fahre und rausgehe? Das war Miekes selber eigene Idee. Ja, tatsächlich war das ihre eigene Idee, genau. Also sie hat immer gesagt, sie ist irgendwie nicht der Fahrertyp, der sich erholt nach der ersten Führung und dann nochmal eine zweite gute Führung fahren kann. Und sie wollte sich dann was überlegen, wie wir sie besser nutzen können im Vierer. Und dann kam sie beim, ich glaube, 2 Lehrgänge vor den Spielen, kam sie an, einfach mit dem Vorschlag so. Also sie hatte es schon abgesprochen mit ihrem Trainer, aber wir wussten bis dato noch nichts davon. Und das hat dann wurde ausprobiert und hat direkt funktioniert mit einer besseren Zeit oder was? Also wir mussten erstmal Corfi, also unseren Bundestrainer, überreden so ein bisschen. Der war am Anfang nicht so überzeugt von der Taktik. Und dann haben wir es im Training halt ausprobiert. Und also es hat nicht direkt super viel gebracht, weil ich fahre ja hinter Mieke. Und ich hatte dann erstmal ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich dann auf 2 schon relativ hohe Wattwerte gefahren bin hinter ihr, weil ich fast schon zu klein bin für ihre Größe. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, es kann funktionieren, es sieht ganz gut aus. Dann habe ich nochmal Fokus drauf gelegt, meine Schwelle nochmal ein bisschen nach oben zu pushen. Und beim nächsten Lehrgang hat es schon mega gut geklappt. Dass wir dann, dadurch, dass die 2 Lisas ja dann schon früher nach Tokio geflogen sind, haben wir dann mit Marco Mattes und Franz Groß Vierer trainiert. Und die haben auch gesagt, ja, es klappt doch ganz gut. Und hat es ja auch. Ja, okay, aber also erstmal, vielleicht können wir es sogar so ein bisschen so erklären, wie du erklärst. Also erstmal, wer fährt auf welcher Position? Also du hast gerade schon gesagt, Mieke ist die Erste, die fährt. Sie fährt 4 Runden, also das heißt 1000 Meter und geht dann raus und dann seid ihr nur noch zu dritt. Und wie dann fährst du und wer fährt dann auf Position 3 und 4 und wie ist dann eure Herangehensweise? Und dann würde mich auch interessieren, wie viel Watt fahrt ihr in den verschiedenen Positionen, wenn du es sagen darfst? Ich weiß nicht, ob ihr da drüber reden dürft oder nicht. Also ich fahre an tatsächlich. Also ich bin 2. Ah, okay. Genau, also Mieke fährt auf Position 4, ist quasi ihre erste Führung, aber quasi spät. Genau. Ah, okay. Also dann erklär nochmal von vorne, weil habe ich mich falsch erklärt gerade. Ja, genau, also ich fahre auf Position 1, 2,25 Runden fahre ich an, dann kommt dieser Brennauer in die Führung, die fährt 2,5. Stopp, ich hake nochmal ein, bevor du weiter erklärst. Du fährst an, warum? Weil du besonders gut beschleunigen kannst oder ist das ein anderer Grund? Ja, ich wurde auch so, also ich weiß, keine Ahnung, wir haben das irgendwann mal ausprobiert, da bin ich den einen Weltcup noch auf Position 4 gefahren und den nächsten Weltcup sollte ich anfahren. Hat dann gut funktioniert, seitdem bin ich die Anfahrposition nicht mehr losgeworden. Alles klar. Lisa Brennauer fährt auf 2, dann fährt Lisa Klein auf der 3 auch 2 Runden und dann kommt eben Miekes lange Führung. Die war eigentlich gar nicht so richtig festgelegt. Also wir hatten gesagt, okay, mindestens 3,5, wenn es geht 4, wenn es geht länger. Und dann ist sie rausgegangen. So, es war immer so ein bisschen eine Gefühlssache von ihr und auch von mir. Und dann waren es, glaube ich, immer nur noch 6 Runden, wenn sie 4 Runden gefahren ist. Und dann bin ich nochmal 1,5 Runden gefahren. Dieser Brenner war nochmal 2,5 und dieser Klein dann ins Ziel von uns. Okay, und wie viel Watt fährst du dann zum Beispiel in deiner ersten Führung im Durchschnitt oder auch in der Spitze? Ja, ich sage immer, ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ich die wenigsten Watt fahre aus dem Vierer. Aber ich glaube, im Antritt in dieser ersten oder im Peak habe ich, glaube ich, ein bisschen über 800 und im Schnitt über den ganzen Vierer 320 oder so. Also es ist gar nicht so viel, wie man sich vorstellt. Ja, es kommt viel auf so Technik an, oder? Dass man halt sauber im Hinterrad fährt, die Führung sauber fahren kann auf der Linie. Ich weiß, man hat jetzt, zumindest in Tokio, ist mir aufgefallen, dass viele gerade auf der Geraden eher sehr hoch gegangen sind, ne? Also sowohl bei Männern als bei Frauen, ne? Also nicht so wie normal, dass du ja wirklich sehr nah an der schwarzen Linie fährst und ihr seid sehr weit hochgekommen, ne? Auf die rote Linie, ja. Ja, genau, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt im Vierer eigentlich so gut wie auf jeder, also fast auf jeder Bahn eigentlich, dass man auf der Geraden von schwarz auf, was ist es, rot? Ja, genau. Rot hochfährt. Ja. Und ja, aber es ist also schon super wichtig, einfach Hinterrad fahren, dass der Vierer ruhig ist, dass jeder da ruhig geradeaus fährt, dann spart man schon viel Watt und die Position natürlich und die Räder und Anzüge und alles, was dann noch so dazu kommt. Aber was würdest du jetzt irgendwie als diesen Hauptfaktor ausmachen, dass ihr jetzt diese, also ich finde es immer noch krasse Sprünge machen konntet. Also ich meine, davon träumen, eine Medaille zu holen zu Olympiasiegerin mit 3x Weltrekord. Also ich
Ja, es ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Also, wie seid ihr da hingekommen? Das ist ja jetzt nicht einfach nur Radfahren, ne? Es gehört ja mehr dazu. Ja, ich glaube, wir haben uns da einfach ganz gut so eingegroovt als Mannschaft irgendwie, dass wir uns da an die anderen gewöhnt haben, uns da ja gut einspielen konnten einfach und dann halt eben auch gerade die Stärken von den einzelnen Fahrerinnen raussuchen konnten und die eben jetzt noch besser in Szene setzen konnten. Gerade mit Mieke, mit ihrer langen Führung, da hat man das schon krass gemerkt, dass wir uns hinten einfach nochmal viel besser erholen können. Und ich glaube, die Weltrekorde, das war einfach auch die Bedingungen in Tokio selber. Also der Luftdruck, der war anscheinend super gut. Ich weiß, ich kenne da keine Werte oder so, weil es sind ja auch 7 von den 8 Teams schneller gefahren als der alte Weltrekord. Das ist nur nicht so aufgefallen, weil wir eben schon am Anfang 9 gefahren sind. Hm. Aber natürlich, trotzdem müsst ihr erstmal schneller fahren als alle anderen. Und ihr habt natürlich auch immer die Weltrekorde getoppt. Von daher ist es natürlich trotzdem eine krasse Leistung. Ja. Wie würdest du denn für jemanden, der keine Ahnung hat, wie das so ist, so das Gefühl beschreiben, diese Mannschaftsverfolgung zu fahren, diese 4 Kilometer? Versuch mal mit einfachen Worten irgendwie zu sagen, wie sich das anfühlt oder da hinter jemandem oder vorne zu sein mit dieser Geschwindigkeit. Ja, also wenn man vorne fährt, dann brennen einem schon richtig die Beine. Da freut man sich dann immer, wenn man hinten dran kommt und dann wieder ein paar Watt weniger fahren kann und darf. Und sonst ist es einfach, also ich kriege immer gar nicht so viel mit von außen. Also man ist da voll im Tunnel, man konzentriert sich da auf das Hinterrad, was man vor einem sieht. Und Mieke sagt immer, das ist wie auf Schienen, wenn wir dann so schnell fahren und alle so in dem Groove quasi drin sind. Das kann ich eigentlich bestätigen, so das Gefühl. Und es ist halt schon so ein Adrenalinkick irgendwie auch, den man da bekommt in den Steilwandkurven mit der Geschwindigkeit. Ihr seid 4:03 irgendwas gefahren? Du weißt es doch bestimmt auswendig. Ne, 4:04.242. 4:04, okay. Ja, das ist auch schon fast ein 60er-Schnitt. Was ist da so die Top-Geschwindigkeit? Ja gut, wir versuchen ja relativ gleichmäßig zu fahren, aber ich glaube, das Maximum ist irgendwas um die 61,2 oder so, weil wir müssen ja auch den stehenden Start irgendwie kompensieren. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig vorzustellen, wenn du noch nie Bahn gefahren bist oder das Gefühl kannst fast nicht beschreiben, jemandem, der das noch nicht gemacht hat. Ich fand da eigentlich die Aufnahmen ganz cool, weil wir ja, also Mika hat ja diese Kamera hinten dran. Ich weiß nicht, bei ARD und ZDF haben sie es auf jeden Fall gezeigt. Ich weiß nicht, Eurosport glaube ich auch, wo sie dann quasi auf die Fahrerin dahinter so die gezeigt haben. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das konnte man sich dann, glaube ich, besser vorstellen ein bisschen. Ja, aber was würdest, also ich weiß nicht, wie ich die Frage richtig stellen soll. Also wie groß siehst du eigentlich den Einfluss, dass ihr alle auch Straßenfahrerin seid? Also dass ihr ja auch, ich glaube, ihr seid alle im Profiteams, ne? Ja klar. Der komplette Vierer ist im Profiteams und auch die Laura Süßemilch ist ja auch bei einem Straßenteam und ich glaube Gudrun Storck, die Einzige, sie fährt für ein Bundesliga-Team, glaube ich, oder? Kann das sein? Genau, ja, für Max Solar. Genau. Siehst du das als auch einen großen Faktor, dass ihr so einen Sprung machen konntet und auch irgendwie alle die komplette Mannschaftsstärke, also dass ihr alle durchweg auf einem hohen Niveau seid oder denkst du nicht, dass das irgendwie entscheidend war? Ich meine, Lisa Brennauer wird 6. im Zeitfahren und im Straßenrennen, ne? Das ist halt schon krass. Und dann auch Olympiasiegerin. Also das finde ich brutal. Bei Männern verglichen, Filippo Ganna holt eine Medaille, ne? Nee, da wird 4. im Zeitfahren, fährt das Straßenrennen nicht. Aber das ist ja so vergleichbar so ein bisschen. Und ich finde das, find das irgendwie krass. Denn so, also diese Riesenbelastung. Und ich finde es vor allem interessant, auch im Vergleich zu den deutschen Männern, wo ja eigentlich, das sind ja alles KT-Fahrer. Und bei euch, ihr seid ja alles Women's World Tour oder halt das Niveau da drunter, aber trotzdem bei den großen Rennen dabei und ja, seid jetzt Olympiasiegerin. Findest du das relevant? Ja, definitiv. Also ich glaube, bei den Frauen ist es super wichtig, ein gutes Straßenteam zu haben und sich darüber die Form zu holen. Also es geht bestimmt auch anders, aber eigentlich ist es bei den Frauen schon gängig, dass man ein großes oder ein, ja, höherklassiges Straßenteam hat und sich da auch über die Straßenrennen die Form holt für die Bahn eben. Ich weiß nicht, bei den Männern funktioniert es ja irgendwie auch anders. Da sind ja schon nicht so viele in höherklassigen Teams. Oder ich habe es falsch im Kopf. Wird aufgenommen.
aber... Also im Olympia-Vierer sind alle vier Fan World Tour oder Pro Conti. Ja, also bei uns ist es auf jeden Fall wichtig. Für mich war es auch super wichtig, zu dem Team zu kommen. Habe auch schon einen neuen Vertrag gekriegt. Und mir hat es auf jeden Fall super viel gebracht. Also gerade die Straßenrennen. Ich hatte da auch relativ viel Spielraum und konnte mir die da ganz gut auswählen, welche dann gut in den Aufbau gepasst haben, auch mit Krafttraining und allem. Aber ist auf jeden Fall super wichtig. Und wann fällt die 4-Minuten-Marke bei euch? Was denkst du? Ich hoffe natürlich, dass es noch ein bisschen dauert und wenn sie fällt, dass wir es dann sind. Es ist nicht mehr so weit. Ja, davon gehen wir aus. Ne? Ist nicht mehr so weit weg. Ne? Also ich meine, der Frauenradsport entwickelt sich ja auch gerade so rasant auch auf der Straße. Also das Niveau steigt ja immer mehr und ist ja nicht unwahrscheinlich, dass in Paris, ist jetzt auch nur 3 Jahre weg, dass wir dann irgendwie eventuell die 4-Minuten-Marke sehen, ne? Also fallen sehen. Ja, ich weiß nicht, ob die noch was machen an der Bahn in Paris oder so, aber wir sind da schon gefahren. Die ist auch nicht langsam, aber rein von den Bedingungen her, die wir jetzt in Japan hatten, hatten wir in Japan, denke ich, Bedingungen, die wir in Paris nicht haben werden können. Mhm. Okay. Okay. Erzähl mal, wie dieser Tag war. Also es ist ja, lassen wir die Woche oder die Tage vorher mal weg, es ist ja schon krass, da schon zweimal in den Vorbereitungen und im Halbfinale Weltrekord gefahren zu sein, aber dann gehst du am Finaltag, seid ihr auch Halbfinale gefahren oder war das allein auch Halbfinale? Okay, ja, okay. Ja, dann gehst du in dieses Finale rein. Ja, mach mal von morgens einfach. Das ist doch die ganze Geschichte. Ja, morgens hat erstmal angefangen wie immer. Wir sind frühstücken gegangen, dann mittags irgendwann nochmal auf die Rolle, so 6 Stunden vor dem Wettkampf, nochmal so 20 Minuten, bisschen rollen, bisschen Beine aktivieren nochmal. Dann sind wir auf die Bahn gegangen und sind warm gefahren für die erste Runde oder dieses Halbfinale eben. Und dann sind die, wir hatten es ja eigentlich relativ entspannt gegen die Italiener. Wir mussten ja nur den Lauf gegen Italien gewinnen und wären ja schon safe gewesen im großen Finale. Und dann fahren die Briten erstmal vor uns den Weltrekord. Und da haben wir, glaube ich, schon alle erstmal nochmal so kurz schlucken müssen und gewusst, okay, mal schauen, was es heute Abend wird. Und dann fahren wir unseren Lauf und wir wussten, wir liegen vor den Italienern, alles gut, wir sind auf unserer Pace, wir fahren unser Rennen. Und mit mal kommt Lisa Klein in ihre letzte Führung und fährt nochmal los. Und ich war bei ihrem Hinterrad und dachte mir, was hat sie denn jetzt vor? Und wir fahren über die Linie und fahren neuen Weltrekord. Und ich gehe zu ihr, ich so, Lisa, was war dein Plan? Sie so, ja, sie hatte das voll im Kopf quasi, dass wir voll gut auf der Pace sind und sie wollte unbedingt den Briten wieder den Weltrekord wegnehmen. Geil. Okay, cool. Und dann hatten wir tatsächlich auch nur 1,5 Stunden zwischen diesem Halbfinale und dem Finale. Und wir waren uns eigentlich alle einig, dass es... Kurz eingehakt. Gibt es da so unterschiedliche Charaktere dann bei euch? Ist dann einer ein bisschen nervöser als die anderen oder übernimmt einer so ein bisschen dann die Führung der Gruppe oder seid ihr da alle irgendwie ganz gleich? Nee, also da ist schon jeder anders. Ich sag immer, Lisa Brennauer ist die Mutti eigentlich, so die hält die Gruppe zusammen und guckt irgendwie, dass es jedem gut geht und alle glücklich sind und die Gruppe gut zusammenarbeitet. Aber ja, ich weiß gar nicht, wir waren irgendwie, also ich zumindest war vor dem Quali-Lauf super aufgeregt und dann an diesem nächsten Tag relativ entspannt eigentlich. Und auch zwischen den 2 Läufen waren wir alle relativ entspannt. Also es war jetzt keiner so, dass eine rumgerannt ist in der Box und da vor Aufregung irgendwelche komischen Sachen gemacht hat oder so. Wir saßen da und haben gesagt, okay, jetzt fahren wir nochmal so und dann gucken wir, was passiert. Und gefühlt waren unser Bundestrainer und unsere Physio aufgeregter wie wir. Und wir mussten dann die eher nochmal so ein bisschen denen sagen, ja, jetzt bleibt mal locker und verbreitet hier nicht so einen Stress. Wir wollen noch ein Finale fahren. Weil es, glaube ich, auch reingespielt hat, dass die Briten ja dann noch gestürzt sind nach ihrer ersten Runde, muss man ja sagen. Ich glaube, es war so ein psychologischer Vorteil ein bisschen für uns, dass wir nochmal den Weltrekord dann von denen geknackt haben. Wir waren uns trotzdem einig, dass das Finale knapp wird und nicht, dass wir die nach 3 Kilometern sehen. Ja, weiß man, dass man sich so komplett erholt in diesen 1,5 Stunden? Habt ihr das drin oder?
Ja, also wir haben es getestet davor in Frankfurt-Oder tatsächlich. Also wir haben dann in Frankfurt-Oder quasi gesagt, okay, wir spielen jetzt den Finaltag nach. Wir fahren uns warm, wir fahren 4 Kilometer Wettkampf, wir machen 1,5 Stunden dazwischen und fahren nochmal 4 Kilometer Wettkampf. Und da hat dann jeder quasi schon so ein bisschen geguckt, was jeder machen möchte, was möchte er essen, was möchte er trinken, wie lange geht er auf die Rolle. Wir haben es also schon nachgespielt, den Ernstfall. Aber fahrt ihr dann vor dem, oder seid ihr vor dem Finallauf, also den 1,5 Stunden danach nochmal einen Warm-up gefahren oder einfach nur locker auf der Rolle und dann quasi ins Rennen rein, in den finalen Lauf? Das hat auch jeder ein bisschen anders gemacht. Also ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ich bin ausgefahren, ich glaube, ein bisschen über 20 Minuten. Habe dann nochmal was gegessen. Bin dann, ich glaube, relativ knapp vor dem Rennen wieder auf die Rolle gegangen und dann nur nochmal gerollt und dann nochmal einen so einen Aktivierungsantritt gefahren und dann Rennen gefahren. Also ich bin jetzt nicht nochmal als komplette Warm-up gefahren. Okay. Wie lange dauert das komplette Warm-up sonst? Ja, also ich gehe eine Stunde vorher auf die Rolle. Eine Und Stunde. ja, und letztendlich gehe ich von der Rolle runter, also vor dem Wettkampf dann, und dann habe ich 35 Minuten Fahrzeit. Okay. Ist aber schon lang, ne? Ja, also ich fahre dann erstmal ein bisschen Grundlage, dann fahre ich ein EB, dann fahre ich nochmal ein bisschen KB, dann gehe ich runter von der Rolle, trinke nochmal was, ziehe mich an. Und dann, weiß nicht, Ja, irgendwie läppert sich das dann immer so. ich meine, es funktioniert ja. Ja. Von daher, never change a winning system. Aber ja, okay. Ja, Aber ich ich. wäre für Anregungen also offen. Nee, also ich finde, da brauchen wir jetzt auch keine falschen Anregungen liefern, weil scheint ja gut zu funktionieren. Aber ich finde es halt mega interessant, dass ihr. Ja, Also, wie. das halt vor allem gerade diese 1,5 Stunden, ich kann mir selbst gerade nicht vorstellen, ne? Also, irgendwie. Also 4 Minuten hört sich erstmal wenig an, aber ist halt mega belastend. Und dann nochmal, und ihr seid dann ja nochmal schneller gefahren. Ja, Das genau, finde ich da ja auch sind wir krass. erst hier bei der Erzählung. Ja. Wir sind erst Ja. vor dem Finale noch. Das war super krass. Wir sind irgendwie auch runtergekommen von der Bahn nach der ersten Runde. Und also das soll jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, arrogant oder so klingen, aber wir sind alle in die Box gekommen und haben gesagt, okay. War schön, war schnell, aber wir können das schneller. Also wir wussten, wir sind runtergekommen und wussten, wir können im Finale noch mal schneller fahren. Wir haben uns dann überlegt, wo wir die Sekunden noch rausholen. Das war total verrückt, weil ich meine, welche Mannschaft kommt nach einem Weltrekord von der Bahn runter und denkt sich so, ach ja, da können wir eigentlich noch mal eins draufsetzen. Ja, scheint ein guter Vibe gewesen zu sein da drüben bei euch, auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ja, jetzt Finale, erzähl. Ach so. Ja, das Stimmt, war da war noch was. letztendlich war es die gleiche Taktik wie davor. Wir haben uns eigentlich nicht beeinflussen lassen von dem, was passiert ist. Wir haben gesagt, okay, wir fahren unser Rennen nochmal. Wir bleiben bei unserer Taktik. Wir bleiben bei unserer Rundenzeit. Wir sind, glaube ich, ein bisschen runtergegangen noch, aber nicht entscheidend. Und dann haben wir noch zu Corfi gesagt, ja, wenn wir dann hinten liegen und so, dann soll er uns entgegenkommen. Und wir haben alle Fälle da geklärt. Und dann ist Mieke in ihrer Führung. Und im Finale, also sie ist in der Quali und in der ersten Runde jeweils 4 Runden gefahren. Und im Finale habe ich dann gemerkt, dass sie so ein Tick langsamer wird. Und habe dann gerufen. Und dann ist sie direkt in der nächsten Kurve hochgefahren. Und dann ist sie nur in Anführungszeichen 3,5 Runden gefahren. Und wie sie rausgeht, habe ich aber schon die Briten gesehen. Also sie hat die Briten auch schon gesehen. Und ich glaube, dann ab da wollte jede von uns einfach nur noch zu den Briten hinfahren und jedes da Anschlag irgendwie gefahren, alles was geht. Ja. Und ey, wie war das Gefühl dann, als ihr über den Zielstrich gefahren seid? Also erstmal Olympiasiegerin plus nochmal Weltrekord. Also kann keiner von uns nachvollziehen. Ja, also so richtig realisieren kann ich es, glaube ich, immer noch nicht. Vor allem nicht in dem Moment, wo wir die Ziellinie gefahren sind. Also die anderen drei waren auch direkt nach unserem Lauf schon super emotional und hatten die Tränen in den Augen und haben sich da super gefreut und so. Und ich habe mich auch gefreut, klar. Aber für mich war das alles noch so
so unrealistisch, dass ich überhaupt nicht weinen konnte oder so. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, gar keine Emotionen. Ich war einfach noch so geflasht von dem, was da passiert ist, dass ich, ja, so ein bisschen leer war noch. Aber es kam dann ziemlich schnell, dass ich mich freuen konnte. Aber also, realisiert hat man es eigentlich immer noch nicht. Ja, ist halt, also weiß nicht, ich finde irgendwie auch Vierer immer noch so eine klassisch Radsport-stilistische Disziplin, ne? Also ich meine, das halt geht halt wirklich um Perfektion, und wenn es richtig gut läuft, sieht es einfach auch wunderschön aus. Und das ist halt krass, und ich kenne euch jetzt auch nicht persönlich, aber ich finde es halt immer noch, mich flasht immer noch, dass ihr halt gewonnen habt. So, auch wenn ich habe dazu jetzt keinen Riesenbezug, aber irgendwie finde ich es halt trotzdem geil, weil das so ein, auch bei den Männern war es ja früher immer noch so in den 90ern, Anfang 2000er, als wir halt auch noch Olympiasieger werden konnten bei den Männern, ja, das war irgendwie so ein Prestige einfach, ne, das war wie so ein 100-Meter-Sprint, ja. Deutschland Leichtathletik. Oder, ja gut, das finde ich Ästhetik jetzt bei Leichtathletik vielleicht ein bisschen schöner, aber genau, das finde ich halt dann so krass, dass ihr das jetzt irgendwie gewonnen habt. Das ist schon ein bisschen was Besonderes. Ne? Und auch so die ersten Deutschen, die es geschafft haben, ne? Also ersten weiblichen Deutschen. Ja, so lange ist es ja noch nicht olympisch bei den Frauen. Das ist ja erst das dritte Jahr jetzt, dass es olympisch ist. Davor haben es beide Male die Briten gewonnen. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Erstmal da vor Ort und dann natürlich, als ihr nach Hause gekommen seid. Ja, wir sind tatsächlich keinen Meter ausgefahren danach, nach dem Lauf, was ich dann spätestens am Tag danach bereut habe, aber gut, in dem Moment war uns das ziemlich egal. Dann war vor Ort noch Presse, Siegerehrung, und dann hieß es eigentlich relativ schnell, so Mädels, ihr habt die Möglichkeit, in Shuttle zu sitzen, ihr werdet abgeholt, ihr könnt ins Olympische Dorf fahren, ihr kommt ins ZDF Sportstudio, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt dann eine Nacht übernachten. Dann kommt morgen wieder heim. Alles so, ja, okay, klar, machen wir. Dann sind wir zur Dopingkontrolle und es hieß, okay, wenn wir um 7:30 fertig sind, dann können wir nochmal ins Hotel fahren und uns noch Klamotten und Zahnbürsten holen. Haben wir natürlich nicht geschafft. Dann saßen wir da schön verschwitzt im Sportstudio nach 2 Stunden Autofahrt und sind anschließend ins Olympische Dorf gekommen, wo wir dann noch super nett empfangen wurden vom kompletten Team D. Mhm. Allerdings konnten die nur eine Zahnbürste organisieren und wir sind ja 4 Mädels. Wurde sich das dann geteilt oder nicht? Muss jetzt auch nicht beantwortet werden. Nee, wir haben nicht geteilt. Wir haben noch eine zweite Zahnbürste organisiert bekommen, hat dann leider immer noch nicht gereicht, aber gut. Immerhin die Hälfte. Ja, genau. Ja, wir haben dann noch Klamotten, also zumindest Ersatzklamotten bekommen, dass wir wenigstens die wechseln können. Dann hatten wir echt einen coolen Abend oder ja, einen langen Abend im Olympischen Dorf, was dann echt nochmal schön war, weil wir in unserem Radsportdorf nicht so das olympische Feeling hatten, wie man sich das so wünscht vielleicht bei den Spielen. Also ich kann ja auch nur von Hören sagen, weiß ich ja, wie es da abläuft, welche sehr meine ersten Spiele waren. Genau, und auf dem Weg dorthin, ich weiß gar nicht, jede hatte so viele Anrufe und Nachrichten auf dem Handy, dass wir da voll damit mit Antworten beschäftigt waren, bis dann immer mal wieder eine gesagt hat, Mädels, wir sind Olympiasieger mit Weltrekord. Nur doch, dass alle das nochmal irgendwie ja realisieren können. Und dann ging es ja eigentlich relativ, also ja, es war ja dienstags und wir hatten ja freitags dann schon das Madison, Lisa und ich. Deswegen ging es dann relativ schnell wieder in den normalen Trainingsalltag zurück. Aber jetzt, als ich dann nach Hause gekommen bin, war ein Termin nach dem anderen. Also ich bin Samstagabend heimgekommen und die Woche drauf, Freitag, war der erste Tag, wo ich keinen Termin hatte, wo ich dann mal wieder trainieren konnte und aufs Rad sitzen konnte. Ja, ich meine, bei den Britinnen ist es ja so, dass du, da bekommen die in ihrer Ortschaft, wo sie wohnen, oder ich glaube geboren wurden, halt so goldene Briefkästen, wenn die Olympiasiegerinnen geworden sind. Echt? Ja, ja, das ist ja so Tradition, also da hat dann irgendwie Jason Kenny, wie sie alle heißen, haben dann halt so einen goldenen Briefkasten, hast du wahrscheinlich nicht bekommen, in Metzing, aber was denkst du, merkst du vielleicht schon, werden sich jetzt Dinge verändern für dich? Also ich meine jetzt, wir reden jetzt gerade erstmal mit dir, aber zum Beispiel die Mieke hatten wir ja auch hier und man hat so ein bisschen bei ihr mitbekommen, dass so ein bisschen Struggle da ist, ne?
halt auch so, keine Ahnung, dass ihr halt und nicht jetzt gerade den größten Vertrag hat in ihrem Team und so. Merkst du schon, dass sich da irgendwie Sachen für euch verändern? Also auch was vielleicht Sponsoring angeht. Ich meine, man hofft ja einfach mal, dass ihr davon auch profitiert finanziell. Ja, also einen goldenen Briefkasten habe ich nicht bekommen. Ich hatte mir eigentlich, oder so ein Wunsch von mir ist immer, dass ich mal meine eigene Straße bekomme. Auch das habe ich nicht bekommen. Hm? Ja, hast du noch ein bisschen Zeit? Eben, genau. Wenn du ein paar Olympiasiege folgen lässt, dann irgendwann kommst du nicht mehr drum herum. Die berühmteste ja, Tochter ihrer Stadt dann auch mal eine Straße zu geben. Ja, vielleicht muss ich das einfach immer nur jetzt jedem erzählen. So. Und irgendwann stehen sie so unter Druck, dass sie keine Wahl mehr haben. Definitiv. Zum Glück kommst du nicht aus Gera, da gibt es nämlich schon zu viel Konkurrenz. Ja, genau. Nee, also man hat schon gemerkt, dass das Medieninteresse mega hoch war. Auch also wie viele Leute auf einen zugekommen sind und gesagt haben, sie haben noch nie Bahnradsport geschaut, aber unsere Rennen haben sie gesehen und das war super krass. Man hat dann, oder ich habe zumindest versucht, möglichst viele Pressetermine wahrzunehmen, auch in der Hoffnung, um den Sport bekannter zu machen. Einfach, wir sind einfach doch noch eine Randsportart und ja, es wäre schon schön, wenn man ein bisschen mehr positive Medienaufmerksamkeit bekommt als Radsportler allgemein, nicht nur als Bahnradsportler. Aber an sich, also ich kann jetzt auch wieder nur von mir sprechen, aber ich habe auf jeden Fall, was mein Vertrag angeht bei mir im Team, hat sich auf jeden Fall einiges verbessert. Und so finanziell wird es also bei mir auf jeden Fall auch ein bisschen besser. Was natürlich nicht heißt, dass wir die Superverdiener sind in Deutschland, aber es wird besser. Man merkt es auf jeden Fall, dass man Olympia gewonnen hat. Ja, soll so sein. Wo geht's als nächstes hin? Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Kann man sich schon über, vielleicht sollte man sich auch noch gar nicht über Ziele Gedanken machen, irgendwie. Ich weiß nicht. Eigentlich sollte man ja so Erfolge wenigstens mal irgendwie so ein paar Wochen sacken lassen, glaube ich, ne? Wie gehst du das an? Ja, sacken lassen wäre ganz schön. Ist aber nicht angesagt, leider. Also, ich werde am Sonntag schon abgeholt für die Bowls Ladies Tour, die dann nächste Woche ist. 6 Tage Rundfahrt nochmal in Holland. Aber die heißt gar nicht mehr Bowls Ladies Tour, aber auf jeden Fall fahre ich dann nochmal 6 Tage Rundfahrt mit meinem Straßenteam. Dann geht's Anfang September nach Kolumbien zum Bahnweltcup mit der jüngeren Mannschaft bisschen. Dann haben wir noch eine Europameisterschaft auf der Bahn und eine Weltmeisterschaft auf der Bahn. Bei der WM fahren wir auch nochmal mit der übrigens, ne? Habe ich gelesen, ja. Die Woche. Da haben die gesagt, aber nicht im Roubaix-Velodrom, sondern nebendran. Das ist gut. Ja, Paris-Roubaix ist auch noch, glaube ich. Ist doch jetzt auch mal Frauen, oder? Dieses Jahr. Ja, genau. Frauen, ja. Aber das überschneidet sich mit der EM, glaube ich, auf der Bahn. Okay, schade. Aber, ja. Aber wir fahren auf jeden Fall die WM nochmal mit unserer Olympiamannschaft und hoffen natürlich, da vielleicht nochmal ein Trikot zu holen zum Olympiasieg. Daumen sind gedrückt. Ja, straffes Programm. Ja. Aber, ja, du hattest vorhin ja schon kurz erwähnt, dass du dich in Zukunft auch mehr auf die Straße konzentrieren willst, aber hast du da irgendwelche Ziele oder ist jetzt Paris eigentlich schon wieder zu dicht dran, um da wirklich große Ambitionen zu haben für die Straße? Jetzt so kurz, nicht langfristig, sondern eher kurzfristig. Nee, also der Plan ist schon, dass ich nächstes Jahr ziemlich viele Straßenrennen fahre. Ist auch mit dem Team so abgesprochen. Und dann geht ja schon wieder die Olympia-Qualifikation los. Aber an sich schadet es ja auf keinen Fall der Bahnform, wenn man da ein Jahr lang den Fokus auf die Straße legt und ein paar Straßenrennen mitnimmt. Aber was bist du da eher für eine Fahrertypin? So, also Zeitfahren und flache Rennen. Wie gesagt, wenn es berghoch geht, dann so einmal schaffe ich es vielleicht, aber ja, okay. Ja, auf der Bahn geht es ja auch nicht berghoch. Woher soll ich es können? Rund um Stuttgart geht es ja ein bisschen bergauf, also. Ja, ich glaube, bei der deutschen Meisterschaft habe ich zumindest einen Teil von euch gesehen. Da war ich beim Männerrennen noch kurz da. Genau, ich habe euch an der Strecke stehen sehen. Ich meine auch, ja. Eigentlich müsstest du es alle von uns gesehen haben. Der Andi stand da mit einer Cola in der Hand die ganze Zeit, die ja nicht losgeworden ist. Basti hat mir Flasche angereicht. Ich war zu konzentriert auf Paul. Ich musste, der wäre so böse geworden, wenn das nicht funktioniert hätte. Nee, ich wäre nicht böse, aber ich hätte halt einen Hungerast bekommen. Genau, aber ich habe euch an der Strecke gesehen, dass ihr nochmal zugeschaut habt. Ne?
Aber du wolltest keine Cola dann während der Deutschen, oder was? Nee, Andi hat es ein paar Mal angeboten, aber ich hatte meine Essensstrategie und da hat eine Cola nicht reingepasst. Bingo! Fahrer Bingo! Ja, es ist Bingo-Zeit, du kennst dich eh aus. Frage Nummer 1. Wer ist deine Lieblingsfahrerin im Feld? Ich würde tatsächlich mal deine Teamkollegin. Oder sollen wir es im Vierer lassen? Nee, ich würde die mal rausnehmen. Bei Frage 1 rausnehmen und bei Frage 2 nur Vierer intern. Ja, ich freue mich immer, Lynn Teutenberg zu sehen. Das ist ja auch Teamkollegin quasi, aber beim Straßenteam. Wir sind auch immer zusammen auf dem Zimmer und haben da immer super viel Spaß zusammen. Ja, kenne ich auch schon ein paar Mal mit Rad gefahren. Tipptopp, Lynn. Aber die zieht es nicht auf die Bahn, ne? Hä? Die ist aktuell bei der U23 EM auf der Bahn, genau. Ja. Lol. Die ist auch schon Weltcup in Berlin mitgefahren, in Madison. Ja, also die ist ja mit ihrem Bruder und so, die sind ja voll. Ich kenne die eigentlich nur von der Bahn. Früher immer Sichtungsrennen und auch Winterbahn in Frankfurt-Oder. Immer am Start gewesen, also. Das war übrigens auch der Grund, warum ich so spät dazugekommen bin, weil nämlich gerade die U23 EM auf der Bahn läuft und ich quasi vorhin meinen letzten Europameistertitel jetzt endgültig verloren habe. Nicht so schlimm, oder? Was hast du denn noch? Läuft das irgendwo? Wird es irgendwo übertragen, oder? Ja, die UEC hat so einen eigenen Channel gemacht, UEC TV. Da werden die gezeigt, okay. Auch echt gut. Also nicht so, dass die immer nur eine gerade zeigen oder so, sondern echt, man kann es echt anschauen. So schöne starre Kamera einfach ins Velodrom rein und dann Gummo, wie man Bock hat. Okay, cool. Okay, welche Fahrerin in deiner bisherigen kompletten Karriere ging dir auf die Nerven? Einmal oder mehrmals oder fällt dir was ein dazu? Ja, da drücken sich ja alle immer so schön diplomatisch aus, ne? Das, also. Musst du aber nicht. Wenn ich vielleicht mache ich das dann so am Ende meiner Karriere oder so. Wenn ich alle nicht mehr sehen muss. Nee, also meistens sind es echt so Fahrerinnen, die man halt bei einem Rennen, die so ständig vor einem rumfahren, die da irgendwie immer irgendeinen Scheiß zusammenfahren und die einen da auf die Nerven gehen, aber es ist selten eine Fahrerin für ein ganzes Jahr oder für immer. Ja, wer hat das nochmal geprägt? Leane, ne? Hat doch gesagt, ja, genau, die Palme, oder? Palmen. Ja, genau. Da muss ich auch mal dran denken. Jetzt. Palm Trees. Palm Trees, ja. Palm Trees. Okay, gut, ja, also hast auch das typische Problem, wie man es halt irgendwie als Radprofi kennt. Ich glaube, Andi kennt das wahrscheinlich auch noch ganz gut. Und ich auch. Hm. Ich war wahrscheinlich auch vielleicht, so was sind die Perks auf Bahnradsport? Was ist blöd am Bahnradsport, was auf der Straße besser ist? Irgendwas Kleines, irgendwie die Riemchen am Pedal oder irgend sowas, keine Ahnung. Was nervt dich? Was nervt dich? Sprinter. Was nervt dich am Bahnfahren? Ja, sorry. Das habe ich nun wirklich noch nie gemacht. Ja, dann wird's mal Zeit, oder? Ja, also Bahn gefahren bin ich schon mal, aber nicht in diesem Wettkampfausmaß, auch nicht auf dem Zeitfahrrad zum Beispiel, also in der Position. Was am Bahnradsport besser ist als am Straßenradsport? Nee, andersrum. Andersrum. Was nervt am Bahnradsport? Am Straßen besser, ach so. Was nervt dich an der Bahn? Das sind jetzt aber keine so typischen Fragen hier, ne? Darauf war ich nicht vorbereitet. Also zum Beispiel, ich könnte sagen, man fährt im Kreis, es ist wie beim Schwimmen, wo du einfach... Ja gut, aber die Antwort ist ein bisschen zu einfach. Ich will was Spezielleres, was Detaillierteres. Ja, also was mich jetzt neuerdings nervt, sind die Regeln, die da noch eingeführt werden. Also jetzt in Japan war es halt extrem, was das anging. Ich musste dann irgendwann mein Tape auf der Wade abklären lassen, ob das irgendwelche aerodynamischen Vorteile hat oder nicht. Das nervt auf jeden Fall. Das ist auf der Straße ein bisschen entspannter, gerade so was Sockenhöhe und so angeht. Ich glaube, auf der Straße wurde das noch nie gemessen. Bei uns kommen sie an mit ihren tollen Teilen und schauen, ob die auch wirklich nicht einen Millimeter zu hoch sind. Der Sockenzirkel. Und mittlerweile mittlerweile stehen die Trainer nicht mehr unten auf der Bahn, weil die das nicht dürfen. Und jetzt in Japan war der Innenraum so runtergesetzt und dann standen die oben in der Kurve. Ich habe nichts mitbekommen. Wie jetzt oben? Die standen
über euch in der Tribüne. Aber wir wollen, ja. Ja, aber wie willst du, hat das irgendeiner von euch gesehen? Also wie willst du denn das wahrnehmen? Ja, also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber der Innenraum war halt wirklich so 2 Meter tiefer als die Bahn. Also von innen hätten sie auch nicht rufen können. Und dann standen die oben, aber da haben maximal 3 Trainer nebeneinander gepasst. Also war, was? Also in der Mannschaftsverfolgung darf ein Trainer unten stehen, aber in den Massendisziplinen nicht mehr. Okay. Was sagen die an? Ja gut, bei unserem Madison war es ziemlich egal, ob wir einen Trainer oben stehen hatten oder nicht, so gut wie wir gefahren sind. Aber an sich kann der schon nochmal so ein paar Taktiken einfach reinsagen oder dass man oben langsamer fahren also soll. Oder beim Vierer ist da keiner, der schreit oder doch auch? Doch, auch, je nachdem. Ja, aber der darf ja im Innenraum, also in der Mannschaftsverfolgung darf der Trainer unten stehen, auf der, an der Bahn quasi. Genau, und da stürzen wir auch nicht so oft. Genau, und da hast du vorhin schon erklärt, in der Regel hat man halt verschiedene Taktiken. Entweder kommt dir der Trainer entgegen oder er geht weiter weg, je nachdem, wie schnell du bist. Wo du hast ja eine Zeit, eine Rundenzeit, die du dir zurechtgelegt hast. Hat er ein iPad wahrscheinlich in der Hand, oder? Und da stoppt er dann die Zeit mit. Und dann seht ihr ja die Zeit, eure Rundenzeit, oder? Oder Durchgangszeit. Nee, Rundenzeit, ne? Genau, die Rundenzeiten, ja. Meistens ruft er die auch nochmal rein, dass genau. Wir nicht hochgucken müssen. Genau, und dann somit wissen dann die SportlerInnen halt immer, wo sie gerade stehen, ob sie on time sind oder zu langsam oder zu schnell. Ja. Das ist extrem wichtig. Also auf der Linie gehen, sagt man, glaube ich, dazu, ne? Das, was die Trainer machen. Also noch okay, nie gehört. Genau, also das hatte ich gehört, als ich jetzt da ein bisschen mehr involviert war. Und es gibt welche, die können das richtig gut. Also die Trainer, die das sehr gut beherrschen, ja, also auch die Kommunikation da auf der Bahn, und welche, die können es nicht so gut. Die geben dann den SportlerInnen irgendwie auch schon mal falsche Informationen quasi mit. Es ist nämlich wichtig, dass der Trainer das gut macht, weil sonst könnt ihr auch Sachen falsch einschätzen, ne? Ja, also Quaffi kann das ganz gut auf jeden Fall, aber meistens zeigt er uns auch nur die Rundenzeiten und läuft uns nicht entgegen oder weg. Also okay. Manche machen es ja nur mit Laufen, ja, aber genau. Wir machen es eigentlich nur auf die Zeit. Okay. Gut. Okay, wenn es gut läuft, dann mache ich Moonwalk. Wenn es schlecht läuft, dann wird getwerkt. Ja, genau, dann wird getwerkt, genau. Das ist vielleicht eine neue Taktik, ja. Ja, okay. Wir melden uns dann bei dir. Ja, ich kann mir da mal Gedanken machen. Also. Wenn du Basti siehst, du hast ihn noch nie live wahrscheinlich kennengelernt, gesehen. Wenn du siehst, wenn er sagt, er kann Moonwalk, würdest du nicht zweifeln, dass er es nicht kann. Ich weiß nicht warum, aber er ist irgendwie so ein Typ. Wenn ich dir sagen würde, ich könnte es einfach nicht glauben, weil ich bin froh, dass ich auf dem Rad das einigermaßen alles auf die Reihe kriege. Koordinativ. Ja, ich komme dann bei der Deutschen Meisterschaft nächstes Jahr auf euch zu und dann lasse ich mir das mal zeigen. Sehr gut. Ich hoffe, da sind wir sowieso, weil wir dann vielleicht auch ein Frauenteam haben. Ja, genau, wir wollen Frauen-Besenbank-Team machen, jetzt haben wir es gesagt. Ja, klar, haben wir ja schon öfter gesagt. Ich habe noch nicht unterschrieben, ne? Also, ja. Also ich bezweifle. Ich glaube, eine Olympiasiegerin können wir uns nicht leisten. Also ich hoffe auch, dass wir uns dich nicht leisten können, um ehrlich zu sein. Ist gelogen, wir können uns dich locker leisten, aber. Sehr gut. Andi, Fragen? Welches Straßenrennen würdest du mal gerne gewinnen? Erstmal würde ich gerne überhaupt irgendein Straßenrennen gewinnen. Ja, ist ja egal, wenn du es dir aussuchen könntest, einfach jetzt so. Also Paris-Roubaix wäre schon nicht schlecht, ne? Aber. Locken wir ein. Also ich. Also das endet auch auf der Bahn. Ja, genau, das endet auch auf der Bahn. Das ist kein Scherz. Wenn du auf die Bahn kommst mit den ersten, ist der Drops gelutscht. Genau. Von daher passt eigentlich perfekt, ne? Sehr gut. Ja, ist gut. Ja? Sehr gut. Okay, du darfst noch eine Nominierung zum Schluss raushauen. Ja, da hatte ich vorhin im Training, habe ich da schon drüber nachgedacht, tatsächlich. Gut, dass wir gefragt haben. Und dann dachte ich, naja, eigentlich wäre es ja schon sinnvoll, so um die Frauenquote bei euch hochzuhalten, nochmal eine weibliche Person zu nominieren. Ja, davon sind wir jetzt auch rausgegangen, ja. Gerne. Und dann ist mir Emma Hinze in den Kopf gekommen. Ich glaube, die war noch nicht bei euch, oder? Emma Hinze, nee, die war noch nicht bei uns. Genau, mehrfache Weltmeisterin im Sprint, Silbermedaillengewinnerin. Da kann ich dann auch mal nach diesen Riemchen fragen, ne? Genau, sie ja, die wissen da Bescheid fragen. Mit den Riemchen. Genau, aber die Emma kenne ich auch noch so ein bisschen aus der Korpuser Zeit. Ja. Ja, gut, ist eingeloggt. Sehr gut. Wir bedanken uns, dass wir dich dann
kurz nach Olympia als frischgebackene Goldmedaillengewinnerin hier einladen durften und wünschen, ja gut, eine spannende weitere Saison. Oh ja. Jetzt gerade gute Feierlichkeiten, aber nein, es geht ja schon wieder los. Genau. Good. Alright. Vielen Dank. Peace out. Peace out. Ciao. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. So, schön auch.